auch das, was du sagtest mit dem LSD und so weiter, dass man eben es schafft, sein Gehirn zu kontrollieren, Filter zu setzen, wo sie halt nötig sind oder wann sie halt nötig sind, wie man es will, ne? Und das sehe ich insgesamt so, das ist meine Idee zumindest. Ja, ob das jetzt hier am Ende hundertprozentig so funktioniert, ist mir egal. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall so. Und das ist meine Idee, die ich gerade entwickle. Du hast ja, ich habe das hier so aufgezeichnet, du hast ja überall Nerven im Körper. So, im Auge hast du Nerven, klar, nehmen die Farben wahr und die Helligkeit und so weiter und so fort. Die Haut nimmt Temperatur wahr und so weiter, ne? Bla bla bla. Zunge, Geschmack, Ohr, Schall. Jetzt ist es ja so, dass du da Filter zwischen hast. Also wenn das von den Nerven mal zum Gehirn kommt, ja, kann das Gehirn bestimmte Dinge natürlich ausblenden, wie den blinden Fleck, den wir alle in unserem Auge haben. Ne? Den sehen wir ja nicht. Wir können die Nerven ausblenden, die irgendwo am Fuß sind, eigentlich Druck melden, aber da wir die ganze Zeit gehen, spielt das für uns keine Rolle. Das heißt, du hast überall Filter drin. Ne? In deinem ganzen Nervensystem, was von irgendwoher kommt, hast du diese Filter und dadurch kann das Gehirn dann halt entspannt arbeiten, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. So, jetzt ist es aber so, dass wenn bei einigen Leuten, ob es jetzt ADHS ist oder sonstiges, ne, ob es bipolar ist oder so, bei denen funktionieren die Filter an irgendwelchen Stellen dann halt nicht hundertprozentig. So, es gibt ja Leute, die sind Ja, Belastungsstörungen, wenn man einfach einen Knacks hat, ja, wenn man sich komisch verhält, weil irgendwas nicht richtig funktioniert mehr beim ja, Denken. entweder das oder noch einfacher, hochsensible Leute. Ja, so hochsensible Leute, die haben dann eben diese Filter nicht beim Ohr, ja, oder nicht so gut. So, die, sobald es ein bisschen lauter wird, drehen die halt völlig im Rad, weil die Reize zu groß werden. Dann hast du beispielsweise Kinder mit ADHS oder sonst was, ne? Ach, nicht mit ADHS, mit Autismus oder so. Ja? Die haben dann eben auch Reize, die vielleicht zu sehr gefiltert sind, die sie nicht interpretieren können. Ja, die können nicht interpretieren, ob der andere jetzt hier traurig ist oder was auch immer der da für ein Gesicht macht. Und witzigerweise hat man dann eben herausgefunden, dass das dann auf einmal mit Oxytocin bzw. MDMA oder sowas dann auf einmal wieder funktioniert. Das heißt, Aber irgendwie. man kann mit den Substanzen, ja, bei den Leuten, die hier diese Filterprobleme haben, ja, wo die Reizweiterleitung nicht so funktioniert, wie sie soll, kann man tatsächlich eben auch gezielt was machen, um entweder Filter zu setzen oder Filter einfach wegzunehmen. Deshalb funktioniert das ja auch mit dem LSD zum Beispiel so gut bei den Belastungsstörungen. So erkläre ich mir das zumindest. Weil du hast ja Ich würde in. sagen, du hast Gehirn Ja? dann nicht nur, du hast auch, also ich würde ja sagen, einfach nur so, ich bin jetzt, ich dachte das nur so als Theorie, ich glaube, du hast ja die Filter nicht nur am Ohr und überall, sondern du hast ja im Gehirn, denke ich, auch die meisten Ja, also Filter. Also ich irgendwie hast meine du. ich mein das schon so, dass das jetzt im Gehirn, wo die alle zusammenlaufen, dass es da gefiltert wird. Ne? Das heißt, Ja, dass. aber ich meine so, nicht nur in Bezug auf aufs Hören und auf die Reize, sondern ich glaube, dass du im Denken einfach, dass das Gehirn Ja, das kommt noch im genau. Denken sich Mauern setzt, so wegen der Traumatisierung, dass du eben bestimmte Gedanken nicht mehr zulässt, so dass die irgendwo an Richtig. eine Wand kommen und du musst dann einen Umweg denken, so, und dann so baut sich da, deswegen ist das auch so verknäuelt, so deswegen ist das so was Genau. beschreiben, wenn du so ein Gehirn wirst, das ist ja so. Deshalb erkläre ich mir das so, dass natürlich auch die Gefühle, ja, die Erinnerungen, die wir haben, die sind natürlich auch gespeichert über mehrere Wege. Zum Beispiel, also wir speichern ja in unserem Gehirn, speichern wir jetzt nicht einfach einen Baum oder sowas. So. Sondern wir haben, wenn ich jetzt eine Blume hier haben will, dann speichert das Gehirn in einer Nervenbahn irgendwo eine bestimmte Form, beispielsweise. Ja, vielleicht nur eine gerade Linie oder eine geschwungene Linie von einem Blatt oder wie auch immer. So, in den anderen Nervenbahnen, ja, ist dann eben die Farbe der Blume gespeichert oder unterschiedliche Farben, wie auch immer. Dann das Wort, was wir damit verknüpfen, also das Wort Blume, ne, damit wir wissen, was damit gemeint ist. Und das führt das Gehirn natürlich dann alles zusammen über diese Nervenbahnen und kann
dann eben hier alle Reize zusammensetzen und kann dann eben sagen oder verstehen, ja, das hier zusammengesetzt ist eine Blume. So. Und dann kann ich natürlich dieses Bild, was jetzt entstanden ist im Kopf, wird natürlich auch noch abgefragt, was gibt es denn da für Gefühle zu? Ja, also eine Blume, okay, das ist ein positives Gefühl, das hat Serotonin ausgeschüttet bis jetzt immer. Ja, also ist die Blume was Positives, ist gut. Ja. Und dann. Genau, also da möchte ich jetzt drauf eingehen, weil ich das wirklich, wirklich spannend und interessant finde. Das ist ja das Tolle. Wir haben in der Vergangenheit, wir haben ja die Blume kennengelernt, wir haben die abgespeichert. Und was LSD ja macht, ist, dass wir darauf nicht mehr so wirklich zugreifen können, dass die Vergangenheit, also das, was wir darüber gelernt haben, so ein bisschen weniger greifbar wird. Also dieses, das Network, wie heißt das nochmal im Gehirn, dieses, Nervennetzwerk, oder was meinst du? Alles so Name, ich weiß gar nicht. In bestimmter Bereich im Gehirn wird ja deaktiviert. Frontallappen, glaube ich, heißt das auch. Und dadurch hast du eben du kannst das nicht abrufen. So, dein Gehirn ist jetzt sehr im Moment, sieht diese Blume und kann diese Blume aber nicht vergleichen mit der Erinnerung davon. Das heißt, dass du die Blume zum ersten Mal seit langem wirklich so wahrnimmst, wie sie wirklich ist. Aber dadurch, dass das Gehirn ja in diesem Moment das verarbeitet und das nicht abgleichen kann, passieren auch mehr Fehler. Und dadurch kommen dann diese Halluzinationen, dass du diese optischen Täuschungen hast und ich weiß, ist das jetzt eine Blume? Ist die jetzt freundlich oder ist sie nicht freundlich? Ist das wirklich eine Blume? Und so, dass du dann auch natürlich diese Gefühle, die du dazu hast, nicht abrufen kannst und dann dich auch mal erschrecken kannst. Ah, was ist, wenn diese Blume jetzt ist? Was ist, wenn das böses Ding ist so, und dann erschreckst du dich vielleicht so und sowas. Also das ist, finde ich, sehr interessant, dass du einfach dich umschaust, die ganze Umgebung genauso wenig. Also das ist ja die ganze Umgebung. Das ist ja nicht nur die Blume, das ist ja alles, was du siehst, kannst du nicht mehr genau vergleichen. Und dann einfach die Emotionen, die da hochkommen, so als wenn du in einer anderen Dimension bist, weil du einfach diesen Bezug nicht hast. So. Weil du Nee, denkst, warte. oh krass, hier ist alles neu, ist das gut für mich oder nicht? Und ich Nee, habe nee, Angst, ich fühle also, mich wohl. warte, warte. Meine Theorie ist da eine ganz andere. Und die habe ich selber ausprobiert. Die hatte ich vor ein paar Tagen sogar noch ausprobiert. Ich hatte jetzt kein LSD, sondern was anderes, was noch ein bisschen krasser war. Und habe dann versucht, währenddessen habe ich versucht, bestimmte Dinge zu machen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe im Gehirn. Ne? Deshalb bin ich auf dieses Schaubild hier gekommen, weil mir das auf einmal so bewusst wurde. Ich habe auch gleichzeitig das Ganze aufgenommen quasi. Also sprich, ich habe aber nicht aktiv gesprochen, sondern quasi nur so passiv gesprochen, also wie so ein Tunnel raus quasi. Und habe dann das Gehirn eben trotzdem weiter beobachtet. Aber worauf ich hinaus wollte. Wenn du jetzt hier, ne, du nimmst die Blume wahr, dann kriegst du halt dein Gefühl, das ist positiv, dann wird Serotonin ausgeschüttet, vielleicht kriegst du die Blume dann eben von deinem Partner oder so, dann kommt noch mehr Serotonin und so weiter. Das verknüpft sich dann natürlich wieder weiter, ne, mit dieser Blume und speichert das dann wieder neu ab. So, dann hast du diese ganzen Formen, Farben und so weiter, die eben mit der Blume dann einherkamen, sind nochmal verstärkt. Ja, dann ist das Rot halt noch schöner und hier und da und so weiter. Und das passierte überall. Wie du schon richtig sagtest, ist es ja auch so, dass diese Erinnerungen, die dann eben gespeichert sind, ja, was weiß ich, du hast, dein Vater hat dich. Ja. Das Default Mode Network habe ich gemeint. Das ist mir nicht eingefallen vorhin. Also dieser Bereich wird quasi abgeschaltet und dadurch hast du eben dieses, Also was nehmen ich wir mal an, sagte, so das. du hattest eine schlechte Erfahrung in der Kindheit, du wurdest von einem Hund gebissen, wie auch immer. So, dann hast du natürlich hier die Wege, so die Formen, ne, so wie der Hund halt aussieht, bestimmtes Tier oder sowas, eine Farbe, ein schwarzer Hund oder wie auch immer, vielleicht hast du nur vor dem schwarzen Hund Angst, all diese Sache, ne, die kommen dann zusammen, kommen dann hier zusammen zu diesem Hund, ne, du hast damit eben ein schlechtes Gefühl, also hast du damit natürlich weiter Angst und das kann sich natürlich immer weiter verstärken. So, jetzt kannst du natürlich. Ist natürlich auch hier ein Filter. Ja? Also der Körper, der sagt ja dann auch, ich will nicht den ganzen Tag irgendwie an die schlechten Sachen denken. Ja? Das heißt, auch hier ist dann natürlich ein Filter vor, der filtert,
was du da eben so gespeichert hast. Der ist ja hier. So, jetzt kannst du, wenn du jetzt auf LSD kommst, ist es so, dass du quasi alle Filter hier wegnimmst. Ja? Das heißt, alles, was von deinen Nervenbahnen kommt, ja, jeder Reiz, der da kommt, jeder elektrische Impuls, ja, egal ob es jetzt von den Augen die Farben sind, rot, grün, blau und die Helligkeitsstufen, ja, das kommt alles einfach bratz zusammen rein. Ja, auch dein Tastsinn kommt rein, dein Geschmackssinn, schmecken die Süßigkeiten, das Obst schmeckt besser. Das passt so auch nicht ein, ja. Genau. Das ist halt sehr viel und dadurch kann man auch schneller überfordert sein. Dadurch kommt das, dass man sich da so reinsteigert und vielleicht, wenn man sehr viel nimmt, dann auch überfordert ist, weil alles so krass intensiv wird. Und genau, das sowieso. So, dann hast du ja diese typischen, ich zeig's hier unten mal, dann siehst du halt alle möglichen Dinge. Das ist sehr, manchmal sind es einfach Formen, kommt immer darauf an, was man nimmt und wie viel und so weiter. Manchmal sind es einfach irgendwelche Formen. Stark ist es auch nicht. Hm? Das sieht eher nach DMT aus, glaube ich. Ja, genau. Oder du siehst halt, man sieht halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Ja, dann ist auf einmal da irgendwie SpongeBob und der verwandelt sich in Tom und Jerry oder was auch immer. Extrem bunt, das Ganze. Ja, warum? Weil natürlich von deinem Augnerv die ganze Zeit natürlich alle Farben reingehauen werden. Ja, die sind aktiv wie sonst was. Aber LSD-typisch sieht das Bild da nicht aus, weil das heißt ja auch LSD-PNG. Also das ist, glaube ich, so eher was man auf DMT ja, in der normalen Dosierung sieht. Das wäre so ein Muster an der Wand oder so. Das LSD steht jetzt einfach generell für Psychobilin oder irgendwie sowas. Psychoaktive Substanzen. Ne? Natürlich ist das noch anders. Die haben ja alle, wenn man sich das anguckt. Warte mal, wo hatte ich das denn? Genau, es kommt ja darauf an, wo die genau andocken hier. Ne? 5-HT2A-Rezeptor, da docken die meisten eben an. Mescalin, ne? LSD und so weiter. Oder DMT. Und dann docken die natürlich nicht nur da an, sondern auch an anderen Sachen. Deshalb ergeben sich dann unterschiedliche Auswirkungen. Ja? Das heißt, wenn ein Stoff zum Beispiel dann eben auch an 5-HT1A andockt, ja, was der andere Stoff vielleicht nicht macht, dann kann es eben auch sein, dass man sich hier, dass der Blutdruck steigt, dass die Herzfrequenz sinkt oder was auch immer oder gesenkt wird, ne, und sowas. Und das ja, ich glaube, bei LSD erhöht sich eher die Herzrate, also bei LSD kriegst du eher einen schnelleren Puls, also beim Peak, dann fängt dein Herz schneller an zu rasen, so. Und bei Psilocybin soll eher der Blutdruck steigen. Also da hast du nicht so dieses Herzrasen, sondern Blutdruck steigt an und so. Genau, aber dadurch, dass es eben auf die anderen Rezeptoren ähnlich wirkt, ja, ist jetzt nur schematisch dargestellt, was jetzt eben hier dann passiert. Ist natürlich immer ein bisschen anders. Auf jeden Fall siehst du diese ganzen bunten Dinger, siehst du dann einfach, weil deine Augen halt die ganze Zeit feuern, ohne Ende. Deshalb hat man dann auch manchmal sieht man Schatten, manchmal wird es auf einmal ganz hell, ja, dann sind das die Helligkeitssensoren. Beim Gehör ist es genauso, du hörst halt manchmal Dinge, die gar nicht da sind, ja, weil natürlich die Ohrnerven hier einfach irgendwas senden, wie sie gerade lustig sind, ja, Reize bekommen und die Lautstärke. Nicht gefiltert, ja, es geht halt durch, obwohl es normalerweise gefiltert worden wäre, so genau, kann man es, glaube ich, sagen. Geschmack auch und so weiter und so fort. Und du siehst natürlich auch viele Dinge, ja, das heißt, hier unten, du siehst natürlich auch diese Formen, du kannst alles Mögliche sehen, ja, du kannst, ja, das ist alles Mögliche dabei, so, nicht nur sowas, das ja, also ich denke, so typisch, können auch wirklich typisch bei LSD ist wirklich so wie nennt man das so, so Mandala-artige Muster an der Wand oder sowas, ne, das sind dann wirklich so Dreiecke oder so geometrische Formen, so. Also. Genau, bei LSD, ja, hier ist. Oder dass sich Gras bewegt, zum Beispiel, wenn du ins Gras guckst, ist das Gras so lebend aussieht, zum Beispiel. Ja, so in eine Richtung geht das hier. Ja. Ja, aber auch mehr subtil, mehr unterschwellig. Das ist wirklich in der Umgebung drin. So. Ja, wenn du jetzt guckst, wenn du guckst, sieht es natürlich so aus. Das kommt denen schon ganz nah. Ne? Aber wenn du die Augen zu hast, im Endeffekt, wenn du die Augen zu hast, dann hast du halt schon
richtig Farbe drin. Ne? Man kommt auch nicht so richtig hin, das ist auch keine gute Animation. Ja, aber Aber man wir kann könnten sie. suchen. Hier, man. Es gab ein Video, was ich gefunden hatte, Ja, Videos kriegen das passieren. was wirklich richtig gut abbildet. Das ist gemein, Ich weiß nicht mehr. wenn man Augen sieht. Nee. Ey, warum spielt er das nicht? Das ist auch so schwer greifbar für Leute, die das nie hatten, so. Wenn man denen nochmal zeigt, die denken doch gleich so, nee, das will ich nicht, aber so sieht das ja gar nicht aus. Ja, mal gucken hier, ob wir. Ja, Ja, es gibt so Videos, wo du zum so. Beispiel so einen Baum hast oder so und die Rinde dann so ein bisschen sich bewegt, so unterschwellig oder so, dass so Also, der Boden wasserartig sich. so kann man sich den Anfang zumindest auch vorstellen, ne? Wenn es so langsam anfängt, irgendwie zu wabern. Ist schon sehr, sehr bunt. So. Also ich glaube, da muss man schon sehr viel nehmen, dass das so bunt werden würde. Ja, das geht eher auf Pilze dann. So Richtung. Also das wäre jetzt eher wahrscheinlich so DMT-Pilze-mäßig. Ja, vor allen Dingen kann man bei so einem Video ja nicht erfassen, wie das Denken ist. So, du denkst so, ja, ich gehe dann durch eine Stadt und da wird alles bunt. Aber das meiste ist ja der Mindtrip, dass du so auf einmal nicht weißt, warum bin ich überhaupt hier und steht da einer hinter mir und dann drehst du dich um und dann ist da keiner und dann guckst du nach vorne und so dieses sich erschrecken und dieses alles hinterfragen, so das ist ja auch so was, was man bei Videos überhaupt nicht. Ja, das ist dann tatsächlich eben, so, und jetzt nehme ich auch zu den negativen gespeicherten Sachen im Endeffekt. Ja, weil jetzt natürlich alles hier freikommt, ohne Filter, ja, siehst du natürlich auch alles Mögliche an Umrissen, Formen, Farben und so weiter und so fort. Ja. Und du hast natürlich auch die Erinnerungen, die ja eigentlich gefiltert sind, ne? Die sind jetzt natürlich auch ungefiltert. Und da kommen natürlich dann die Dinge raus, die für dich problematisch sind, die für dich halt am stärksten sind. Das Stärkste kommt jetzt natürlich da irgendwie zuerst durch. Ja. Du kannst dich natürlich 7 Stunden lang mit verschiedensten Dingen beschäftigen, das geht auch. Aber irgendwann gehst du dann auch irgendwann mal was durch, wird dann irgendwelche Nerven angesprochen, die dann eben ein Trauma zum Beispiel sind oder so. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn es dunkel wird, wenn du zum Beispiel in deinem Zimmer sitzt, so ohne Musik oder so, und dann wird es dunkel und du gehst, wenn es ganz doof läuft, und die Leute nehmen es zum ersten Mal, nehmen viel zu viel, sind in der Disco alleine und draußen irgendwo auf der Straße im Dunkeln. Also, wenn die Atmosphäre so wird, dass es eher negativ aufgefasst werden könnte, ne? Also, wenn es so dunkel wird, so ein bisschen unheimlich, draußen kalt, so, dann kommt es natürlich eher so in die Situation, dass das natürlich auch verstärkt wird und dass da dann vielleicht eher so ein unangenehmer Trip dann Ja, draus wird, für kurz für das kommt aber auch Minuten. deshalb zustande, weil, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier so ein negatives Gefühl, was jetzt rauskommt. So. So unter normalen Umständen, wenn jetzt Licht an ist und so weiter, so, dann hast du hier im Gehirn jetzt nicht den krassen Adrenalinausstoß, ist ein bisschen Adrenalin da, ja, alles gut, tutti frutti, kommst du mit klar. Wenn du jetzt aber natürlich gleichzeitig noch andere negativ behaftete Nerven Impulse hast. Das heißt, wenn das Auge jetzt hier sagt, ist nicht hell, sondern ist dunkel. Und dunkel ist dann eben auch assoziiert mit etwas Negativem im Endeffekt. Wenn dann vielleicht gleichzeitig noch so schrille Töne kommen Weil du auch oder nichts siehst, weil du ja auch Gefahren nicht siehst. So, ne? Das ja, ist ja so dieses eben, Instinktive. genau, und das ist ja negativ. So, und dann kommen auch noch schrille Töne oder was auch immer. So, das kommt dann auch noch mit rein. Was weiß ich, dann hast du irgendwie noch Schmerzen auf der Haut oder wie auch immer. Ja, das kommt dann auch noch mit rein. Und diese ganzen negativen Reize, die du jetzt natürlich mit da drin hast, ja, das kommt jetzt auch noch dann mit dem negativen Gefühl da im Endeffekt rein. Und da die sich auch alle gegenseitig die ganze Zeit anpingen hier zwischen, verstärkt sich das natürlich. Dann kommt man in so einem Strudel, wo das dann schwieriger wird. Ja, dann hast du auf einmal hier einen Adrenalinausstoß im Endeffekt. Ja, oder Dopamin. Und dadurch kommen dann eben noch andere Sachen dazu. Ja, dann kommen hier irgendwelche gespeicherten Sachen noch mit raus, die ja, die auch negativ behaftet sind und so weiter und so fort. Es kommen immer mehr negative Sachen dazu im Endeffekt. Und dann hast du natürlich ja, dein Horrortrip, ne? Wo du dann eben
wo das Bild dann nicht mehr so aussieht, sondern dann eher Hauptsächlich würde so. ich sagen, eher wirklich, wo man viel zu hoch dosiert und man überfordert ist davon, dass man nichts kontrollieren kann. So Ja, klar, also es wenn du muss nicht vor. sein. Es kann sein, dass du vorher überhaupt nicht aufgeklärt wurdest, was überhaupt passiert, wie überhaupt was funktioniert. Ja, so, und dann kannst du damit nicht umgehen. Fertig. Das geht bei vielen, ist bei Alkohol oder so genauso. Ja. Ja, aber ich würde schon sagen, dass es eher auch bei hohen Dosierungen passiert, weil du ja bei mittleren Dosierungen das schon noch instinktiv alles ein bisschen unter Kontrolle hast, im Griff hast, Ja, so, weil du ja nicht komplett das hängt überfordert halt. bist davon. Das hängt halt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Das hängt halt davon ab, wie viele Filter hat der Typ denn vorher? Ja, wie viele Filter konnte er vorher wirklich schon aktiv nutzen? Also konnte er wirklich schon Dinge ausblenden? Ja, aktiv selber und so weiter und so fort. Oder ist es halt wirklich jemand, der, was weiß ich, schizophren ist, eine Sache, wo man eben bei LSD dann nichts machen sollte? Ja, Das schon, ja. weil man dann eben sagt, so ein Schizophrener, der ist ja völlig ungefiltert Das im ist nüchtern Endeffekt. schon. Also sein Filter Das kann ja, nüchtern schon Leben. genau, sein Filter kann ja auf einmal von positiv in negativ auf einmal schlagen. Und wenn er dann natürlich LSD drin hat, ja, und ist gerade in dieser negativen Phase, dann ist natürlich richtig Abfahrt bei dem, ne? Und dann, ja, kannst du den höchstens nur noch mit Benzos oder Keta reindrücken, rausholen. Bringt dann natürlich nichts. Ja, Ja, aber abwarten, abwarten, um zu beruhigen. jetzt kommt aber Muss nicht das, immer Benzos sein. ja, aber jetzt kommt das Spannende. Und zwar, wie gesagt, hab ich mir das jetzt eben so zurechtgemacht, dass die Filter ausgeschaltet werden, das kann man tatsächlich eben auch dann spüren. So, ne, das siehst du an Also, den was ich Augen. noch mal interessant ist, was ich auch sehr interessant finde, die Synästhesien, wenn du zum Beispiel jetzt Techno hörst oder so, oder, ne, also du bist jetzt am Techno hören ganz laut, so auf einer Party und dann, dass du die Musik quasi in deinem Gehirn dann wahrnimmst als Umgebung, so als Muster, Lichter, Formen und so. Das finde ich immer sehr angenehm, so. Und das holt mich auch aus schlechten Stimmungen raus. Wenn ich zum Beispiel merke, ich werde unruhig, ich kriege einen Herzrasen, mir geht es nicht so gut. Und dann machst du ganz laut Musik an, dann lenkt dich das auch ab, so, weil diese Musik kommt ja rein. Du musst diese Musik ja verarbeiten. Du hast ja die Filter nicht, die das ausblenden. Also du musst jetzt dich auf diese Musik konzentrieren und dadurch bleibt dann kein Platz für schlechte Stimmung mehr. Also du liegst dann da und konzentrierst dich auf diese Musik und damit gehen automatisch dann diese schlechten Emotionen weg. Es kommt so eine Art Entspannung eher rein, so. Und das Ja, finde ich auch, das ist mir richtig da aufgefallen. Das ist das wirklich ist ja das hilft. andere, was ich gerade gesagt habe, nur umgekehrt. Das heißt, du kriegst hier über deine Hörnerven, kriegst du jetzt halt Musik, die du natürlich magst, mit, ja. Das wird abgerufen als etwas Positives. Es wird Serotonin ausgeschüttet und das Serotonin macht natürlich dann wieder in deinem Zustand, dass du dich wieder besser fühlst, ganz klar. Und was du jetzt aber auch noch erzählt hast, im Endeffekt ist, dass man normalerweise, ja, gehen die Ohr- oder Hörnerven ja zum Gehirn, da wird es halt gefiltert und dann hört man einfach was. So, und es ist tatsächlich so, dass eben entsprechend die Nervenbahnen von den Ohren, ja, die gehen halt ungefiltert irgendwo ins Gehirn und weil da eben, ja, da ist der Schrankenwärter nicht da, ja, und deshalb kann es eben auch sein, dass es eben auf anderen Nervenbahnen überschwingt. Ja, und das Gehirn denkt dann, okay, der Nervenimpuls, der jetzt gerade vom Ohr kommt, ja, das ist jetzt was vom Auge. Und deshalb ist es so, dass du dann eben Töne zum Beispiel auch hören kannst, ja, sehen kannst, meine ich. Genauso gut wie wenn man einem jetzt in die Haut piekst oder so, ja, könnte man das dann auch sehen oder hören. Oder irgendwas anderes, je nachdem. Man kann auch zum Beispiel Gedanken sehen. Also ich denke, ich habe das auch schon erlebt, dass man so zum Beispiel Gedanken sehen kann oder Gedanken hören kann. Also ich habe auch schon zum Beispiel gedacht, irgendwie über Kapitalismus habe ich nachgedacht und warum haben wir so viele Probleme auf der Welt und einfach so dieser Gedanke dann, dass das Geld schuld ist. So, und dann habe ich das gehört, dann hat mir so eine flüsternde Stimme so und so, oh, so, das ist wegen dem Geld. So, und das war so ein krasser. Ja, ne? Das brennt dir diese Gedanken dann so hart rein, so in deinen Kopf, so, weil du das so intensiv gespürt hast. Und das waren ja alles quasi
Gedanken. So, also das ist ja nicht so, dass das die objektive Wahrheit ist. Und jetzt ist, vielleicht ist es auch so, aber es ist ja nicht so, dass jetzt objektiv diese Substanz irgendwie weiß, was richtig und falsch ist und oder dass Gott dir das erzählt, sondern das ist dein Gedanke, den du richtig krass vorher schon irgendwie in dir hast und der dann manifestiert wird, der dir so ins Ohr flüstert so, und dir einen Schrecken einjagt, so dass du denkst, boah, so habe ich da jetzt, so krass habe ich da jetzt noch nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Und das führt dann, glaube ich, auch oft zu einer Verhaltensänderung oder zu einer anderen Lebenssicht, wenn du so eine Momente erlebst, so, dass du da dann wirklich drüber nachdenkst und mit Leuten drüber redest, so. Naja, du hast halt, was weiß ich, den Kapitalismus oder Politik oder so, hast du halt hier auch drin gespeichert. So. Und irgendwo anders hast du natürlich auch Geld gespeichert, ja. Irgendwie, dass du damit auch etwas, damit kannst du natürlich etwas Positives assoziieren, aber natürlich auch etwas Negatives. Mit dem Kapitalismus oder, was weiß ich, Firmenbosse oder was auch immer, hast du so eher eine negative Assoziation, ja. Und trotzdem ist das ja miteinander verknüpft. Und wenn du jetzt natürlich ungefiltert überall drauf zugreifen kannst und die Reize natürlich dadurch, dass auch hier Serotonin und so ausgeschüttet wird, immer weiter verstärkt werden, kann es natürlich sein, dass du dann auf einmal verschiedene Bruchstücke ja, anders zusammenfügst oder zusammenkriegst im Gehirn, die vorher so nicht zusammen waren ja, oder bei dir so klar waren. Vielleicht war es ein bisschen klar, aber dadurch ist es eben rausgekommen und wurde richtig klar. Und genau das ist ja das, was man jetzt bei der Traumatherapie etc. Dann entsprechend damit auch erreicht. Ja, dass du an Sachen rankommst im Endeffekt bei diesen Menschen, wo lange halt der Filter vor war, mit denen er sich lange nicht beschäftigt hat, die er einfach nach hinten geschoben hat und dann eben einen gewissen Stress ausgelöst hat. Ne, das ist die Sache. Und wenn dann auf einmal diese Gedanken auf einmal rauskommen und dann schnell verarbeitet werden können hier, und da vielleicht sogar mit positiven Geschichten und so, dann hat sich diese Sache einfach gelöst. Ja, dann hat sich das tatsächlich bei vielen ja, erledigt, weil eben du auf einmal Zugriff darauf hast. Und du hast trotzdem dann gelernt, dass es bei dir keinen Schaden macht, dass du die Kontrolle darüber hast, im Endeffekt. Ja? Und wenn du diese intensive Erfahrung machst, was soll danach dann noch kommen im Endeffekt, ne? Dann ist das wahre Leben mit den gleichen Problemen ist halt ein Kinderspiel und deshalb stört es dich jetzt nicht mehr so in der, ja, im allgemeinen Alltag, sag ich mal. Und vor allen Dingen, das ist ja, wenn man das so anschaut, als Statistik oder so, dann ist das ja nur dieses theoretische Wissen, aber die Sache ist ja bei diesen Erfahrungen, dass das ja wirklich, das ist so real so. Also es geht ja nicht darum, irgendwie zu wissen, so, ah, in meinem Kopf ist Serotonin anders und dann fühle ich mich so und so, sondern es ist einfach so, du hast das genommen und dann, dass alles ausgeblendet wird, außer das, was wirklich wichtig ist, also für dich wichtig ist. Und dieses intensive Erleben und dieses neu strukturieren des Denkens, so, das finde ich so wichtig und einfach so real, so. Es Ja. geht einfach um dieses reale Erleben, so. Und das fehlt den Leuten, so. Das ist das Problem, ist, dass die das halt nicht kennen, dass Leute 70 Jahre sowas nicht kennen. Und die irgendwie so in ihrer Blase, so in ihrem Fake-Leben irgendwie so rumdingsen, ne? Ich trinke den ganzen Tag Cola, weil to Cola schmeckt lecker und deswegen tut die mir auch richtig gut. Und dass die gar nicht hinterfragen, was sie den ganzen Tag für Blödsinn machen. So, und dann kommt so eine Erfahrung und die crasht die Leute dann so aus ihrem Weltbild raus, dass sie auf einmal sagen, ey, warum mache ich das? Warum rauche ich eigentlich? Oder warum trinke ich überhaupt Alkohol die ganze Zeit? Ich bringe mich hier um und ich, warum? So. Nee, du. Also nicht so Ja. einfach gesagt, sondern die merken, sie fehlen mich gerade so. Und das ist so tiefgreifend dann auch, dass sie was tun, dass sie vielleicht sich ändern. Ja, wie gesagt, es ist halt so, dass die Menschen, die die ganze Zeit die Scheuklappen auf den Augen haben, ne, die vielleicht ihr 9-to-5-Job machen und dann nach Hause kommen, sich hinsetzen, Chips essen, dick werden, was auch immer, die machen nichts anderes. Die sind in ihrem Trott drin, weil das so gelernt ist, weil da vielleicht auch nicht die nötige, ja, es fehlt irgendwann die Fantasie, die lernt man, die verlernt man. Man verlernt halt
die Fähigkeiten des Gehirns zu nutzen. Das ist das Problem. Als Kind hast du diese Fähigkeit on top. Ja, und es ist doch eigentlich genial, wenn man es schafft, so sein Gehirn so zu nutzen, wie es als Kind war. Natürlich jetzt mit dem Wissen, was wir heute haben, Intelligenz und so weiter. Aber das machen viele nicht, weil bei denen kommen eben immer mehr Filter, Filter, Filter und irgendwann bist du nur noch in deinem Trott im Endeffekt und machst gar nichts. So. Man muss halt dazu sagen, dass das auch genetisch ganz normal passiert. Also viele können auch nichts dafür. Also ungefähr mit 25 ist das so, da ist das Gehirn ja ausgewachsen, fertig gewachsen. Also dann sagt man ja, Ja, das Gehirn ist natürlich. fertig so. Und ab da geht das los, dass das strukturierter wird und dass du automatisch wegen dem Alter eben so in diese Richtung denkst. So, dass du, ne, das merkst du ja nicht. Du bist einfach anders dann mit der Zeit und sagst ja, ich bin halt erwachsen geworden. Aber im Endeffekt ist es, dass dein Gehirn eben nicht mehr so kindlich funktioniert und nicht mehr so, Nee, du trainierst dir das einfach ab. nicht mehr so Du spontan. kannst auch, entsprechend kindlich und neugierig und so weiter bleiben. Wenn du halt, ne, aber wenn du dann in deinem späteren Leben, was weiß ich, du kommst in der Bundeswehr oder so, ja, oder in einen Job, wo du überhaupt gar keinen Hört ihr Spaß, das hier rausgehen? ja, wo du überhaupt gar keinen Ja, Spaß mehr genau. hast, wo du alles machen musst, ne, dann kriegst du noch Frau und Kind, hast jetzt aber auch vielleicht nicht die Lust dran, aber du arrangierst dich damit und du hast gar keine Möglichkeit mehr, das zu nutzen. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, deine Kreativität irgendwie zu nutzen, deine Gedanken zu nutzen, irgendwas Neues auszuprobieren. Und dann ist es ganz logisch, dass man sich so festfährt. Das ist logisch. Jetzt ist es aber so, dass natürlich jetzt mit, ne, ob man jetzt LSD nimmt oder ob man das irgendwie anders macht, dass man dann eben auf einmal wieder auf Sachen zugreift, die die Fantasie wieder anregen, ja, wo man dann eben auch, genauso wie hier sieht, ey, das ist ja alles gar nicht so. Ja, da ist ja noch mehr dahinter im Endeffekt. Und man kriegt halt dieses Kindliche wieder zurück. Ja, also man sitzt ja auch da irgendwo rum, kichert oder baut irgendwas, ist auf einmal kreativ, malt rum oder sonst was mit LSD. Und genau das ist es ja, woran man auf einmal wieder erinnert wird, ja, was da noch so alles da ist und was alles möglich ist. Und dann haben eben sehr viele danach, wenn sie sich ja wirklich darauf einlassen konnten, eine völlig andere Sichtweise. Ja? Wahrscheinlich haben sie die Sichtweise, die sie eben vor, was weiß ich, vor 20 Jahren hatten oder so. So kann man sich das im Genau, so Endeffekt in der Zeit vorstellen. hängen stecken geblieben, ja. Und das ist ja auch dieses konservative Weltbild, ne? Gerade von der CDU auch, wenn die so Politik machen und da, dabei dann im Bierzelt stehen und das muss alles so bleiben, wie es früher war und wir lassen hier keine Ausländer, okay, das ist eher die AfD, aber wir machen jetzt hier das so und so, weil so mögen wir das hier in Bayern und wir wollen hier keine Legalisierung, wir wollen das nicht, weil wir kennen das nicht und das ist das Problem und Alkohol fördert halt dieses Denken auch. Das ist halt genau die gegensätzliche Richtung so. Ja, nicht nur das, aber andersrum kannst du natürlich auch festgefahren sein, wie die Grünen in deiner Blase im Endeffekt und Ja, kannst, die Grünen nehmen aber auch keine Psychedelika. nee, Höchstens so die und Grünen, die kannst sind eben halt auch nicht nach links und re Kostensache. nicht nach links und rechts schauen und so weiter, bist nur auf deine eigenen Vorteile bedacht. Und da muss man natürlich auch sagen, die sind auch in ihrer, auf ihrem Teller festgefahren quasi Also ich bin ja und auch ein Grünwähler so. Also ich bin, denke ich, so in der Marc-Benecke-Richtung so. Ich denke, Klimaschutz ist sehr wichtig. Ich spüre das auch selber für mein Leben, dass das eben eine große Relevanz hat und deswegen ist das mir politisch wichtig. Also ein Grünwähler bin ich deswegen nicht und ich glaube auch nicht, dass die Grünen alles wissen und dass sie übelst, so keine Ahnung, die wollen ja Klimaschutz machen, aber machen den halt scheiße und so, dass oft auch arme Leute dann bezahlen sollen, weil die dann auch nicht die Reichen irgendwie besteuern wollen. Ne, die Linken, die wollen sagen, ja, wenigstens ja, die Spitzenverdiener sollen mehr abgeben, damit wir das auch finanzieren können. Die Linken sind jetzt kaputt. ja, Das ist halt die Frage, aber wenn du so wer. Marc Benecke anguckst, der ist ja mittlerweile auch in seine, bei dem siehst du, wie der in seine eigene Blase abgerutscht ist. Mittlerweile kommt er in seinen Vorträgen auch immer, beleidigt einfach andere Leute im Endeffekt so pauschal. Er Er wird wird, aber auch viel beleidigt, ne? Das muss man ja auch sagen, ja, wenn dann irgendwie aber Leute wenn, kommen und sagen, er ist der Teufel und Satan und weil er sich ja, impfen lassen aber hat, ist er jetzt vom nee, das macht Boden man nicht. Ganz einfach. Ich lasse nicht die Aggressionen der anderen an mich ran. Das ist der Filter, den ich setze. Wenn ich selber so handle wie die oder anderen, bin ich selber nicht besser.
Das ist Ich das sage auch nicht, Problem. dass Mark Winnicke jetzt ein Gott ist Ja, oder so. Das war ja nur ein Beispiel. trotzdem, wenn er andere beleidigt, ist das nicht gut. Und wenn man dann eben auch noch anschaut, dass er sich viele Sachen, die er da in seinen Vorträgen hat, völlig aus dem Finger saugt, die einfach nicht der wissenschaftlichen Realität entsprechen, diese aber so verkauft, dann macht man sich in meinen Augen eben unglaubwürdig und hat nicht den Willen, entsprechend wirklich aufzuzeigen, wo die Probleme sind, sondern man möchte einfach nur derjenige sein, der da vorne den Zug anführt, der große Macker sein, scheiß auf alles andere. Und das ist eben das Problematische. Wenn man das logische Denken ausschaltet und nicht mehr über den Tellerrand schauen kann. Das ist für mich dann eine Sache, wo die ich bei sehr, sehr vielen Leuten da draußen sehe. Ne? Und das sehe Ja, so, ich habe ihn ja schon mehrfach. es gibt viele andere, die sind da deutlich besser, wenn sie über sowas erzählen. Ja, Da ich sind habe auch ihn ja viele nur hier, genannt, weil er ein ja, prägendes aber ich meine Beispiel ist, so, so ne? weil er bekannt ist. Ja, aber hier Grenzen der Wissenschaft oder wie der Typ heißt, ja, der hat auch viel Kritik gekriegt, weil er auch manche Sachen nicht richtig gesagt hat. Aber der Unterschied bei ihm ist, er stellt sich in seinem nächsten Video dahin und sagt dann auch, ey, ich habe hier einen Fehler gemacht und so weiter. Jetzt können wir noch mal gucken, ob das wirklich noch so ist, wie ich das gesagt habe. Und das ist eigentlich das, was wir heute brauchen, dass man guckt, okay, hier hat man vielleicht einen Fehler gemacht. Wie kann man es besser machen? Und nicht sagt, ich habe gar keinen Fehler gemacht. Ich gehe jetzt noch tiefer, genau den gleichen Weg rein. Und das ist eine Erkenntnis, die eigentlich jeder da draußen mal wirklich machen sollte. Ja. Und diese Erkenntnis hatte ich vor 3 Jahren oder so, wo ich dann wirklich mal überlegt habe, wieso lasse ich mich halt von Robert Franz und so weiter hier, wieso lasse ich mich von denen wirklich so aufwühlen, so aggressiv werden lassen, ja? Wo man dann eben auch sagt, was ist das denn für ein Arschloch und so weiter, habe ich meine Strafe für gekriegt. Kann ich draus lernen? Im Ende, ja? So, dann Aber kann ich ich hätte sagen. auch einfach sagen können, dass, ich hätte auch einfach sagen können, dass ich wissenschaftlich orientiert bin. Also das war ja nur ein Beispiel so. Also ich sag mal, er ist ja nicht der Einzige, der irgendwie sagt, Klimaschutz ist wichtig oder so. Also ich Nein, ich glaube weiß, schon, dass was wir ich. belastbare Daten und Studien haben, dass das Klimaschutz eben sehr, sehr wichtig ist. Klar kann man dann fragen, ja, aber was müssen wir jetzt genau tun und so. Ich glaube, die Politik tut zu wenig. Also die Nein, hat sehr nein. lange sehr viel Kohle gefördert und da bestechen lassen von den Lobbys und so und hat zu wenig für Solarkraft und so getan. Aber klar, muss man jetzt nicht irgendwie übertreiben, aber wir haben auch Zeitdruck. Also es ist alles sehr relativ und da ist halt die Sache, was macht man? Am besten sollten alle zusammenarbeiten, würde ich sagen. Ja, lass uns jetzt nicht so über diesen Klimaschutz reden. Die Sache ist, das weiß jeder, das, was der Mensch gerade mit der Erde macht, so ist völliger Bullshit. Ja, also wir holen alles aus der Erde, wir verbrennen hier alles, wir verscheuchen die Tiere und so weiter. Ich denke, das sollte jedem Dulli klar sein, dass das so entsprechend nicht weitergehen kann. Fertig. Aber wenn ich mich hinstelle und das dann eben auch ja, den Leuten näher bringen möchte, ist das auch völlig okay, auch wenn ich dann mal Fehler mache. Bei mir ist es dann aber wichtig, wo ich bei den Leuten zwischen lohnt sich oder lohnt sich nicht oder gut und schlecht unterteile, ist im Endeffekt, wenn diese Leute, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn die dumm sind, bei ihrer Meinung bleiben, ja, andere dann auch noch angreifen, beleidigen oder sonstiges oder dann einfach ignorieren. Oder es sind Leute, die wirklich sagen, okay, pass auf, ich gucke mir das an, da hast du recht, da mache ich es besser. So, ich habe gelernt, dass ich aus jedem Fehler, aus jeder Kritik, die ich von irgendjemandem kriege, egal was, ja, wenn ich das nachvollziehen kann, logisch, dass ich dann eben auch mich selber weiter verbessern kann, sodass ich halt in Zukunft noch logischer im Endeffekt denken kann, ja, weil ich dann eben tatsächlich auf Wahrheiten zurückgreifen kann, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe oder die ich vorher ignoriert habe. Und damit kann man deutlich mehr bewirken am Ende, als wenn man halt ständig nur seine Scheuklappen auflässt und nichts an sich ranlässt. Und das ist das, was mich am Ende eben den Menschen ausmacht. Problem ist auch, dass wir eben sehr viele Menschen sind. Man hat so irgendwie
Milliarden Leute, glaube ich jetzt. Und ich habe das Gefühl, umso mehr das werden, desto schwieriger wird, dass das alles irgendwie. Ne? Und da kommen die ganzen Krisen dazu und dann drehen die alle am Rad und dann kommen die Medien und verarschen die auch noch vorne bis hin. Dann weiß keiner mehr, was alles richtig ist und schon hast du einen Haufen voller Leute, die sich nicht einig werden und die sich. Genau, und deshalb, Ja, und das ist der dann. Grund, warum ich auch die nächste Zeit sehr viel in diesem Bereich machen möchte. Jetzt nicht, natürlich Das muss ist doch jetzt, gut, ja ja, klar. natürlich muss jetzt nicht jeder LSD nehmen oder sonstiges. Aber was ich gemerkt Was habe, hilft? Ja, klar. was ich gemerkt habe, und das war tatsächlich ganz Wenn es neu, professionell am besten machen. nee, war am besten, war eine ganz, ganz neue Erfahrung, die ich auch so noch nie gelesen habe irgendwo. Ja, Ja. da ich ja ein sehr, sehr logischer Mensch bin und fast nichts glaube, immer sehr kritisch bin, kommt wahrscheinlich auch durch die Hochbegabung, weil ich immer alles wissen will. Ja, auch als Kind immer die ganze Zeit gefragt, warum ist das so? Warum muss ich ins Bett? Warum ist das anders? Weil ich da eben auch sehr wenig Emotionen generell habe. Ja, also manche denken, ich wäre emotional nicht möglich, irgendetwas zu tun. Das liegt aber tatsächlich nur daran, dass ich halt Emotionen in bestimmten Momenten einfach nicht als sinnvoll erachte oder nicht zulassen möchte. Ja? Es gibt aber auch andere Situationen, wo ich dann tatsächlich auch einfach sagen kann, okay, jetzt alles raus mit Emotionen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das kann man oder das kann ich dann steuern. Jetzt ist aber der große Punkt, wo ich mich dann hingelegt habe und eine gute Mischung drin hatte. Ja, war jetzt nicht nur eine Sache, sondern ich hab mir vorher so ein paar Sachen überlegt, was kann ich tun. Und da bin ich tatsächlich erst natürlich durch diese ganzen Sachen hier gegangen, also ungefiltert alles reingegangen. Dann habe ich ein paar Dinge ausprobiert, die ich mir vorher auch überlegt habe. So, kann ich jetzt wirklich irgendwo in diesen Mustern sehen, wenn ich jetzt irgendwas höre, zum Beispiel? Ja? Kann ich in den Mustern was sehen, Ja. wenn ich mir irgendwo ein Haar rausreiße oder so? So. Und das hat geklappt. Ja? Das heißt, ich Ja, konnte dann. bei Musik auf jeden Fall. Also bei Musik ist ja auch so, dass die Muster anders werden, je nachdem, was für Musik du hörst. Ich finde das so interessant, dass wenn man die ausmacht, dann hast du gar keine Muster mehr. Und dann machst du Ja, Techno klar. an und dann bewegst du dich schnell und dann machst du was anderes an und dann sind Ja, die Muster auch wieder anders. Ich finde das das so hat halt interessant. alles was mit deiner Erinnerung, wie stark ist das, wie gut fühlt sich das an und so weiter. So, wenn du dann festgestellt hast, dass die ganzen Nerven alle miteinander verknüpft sind, ja, weil dann eben der dahin geht, der dahin geht, so, du kannst Sachen aus deiner Erinnerung abrufen, kannst daraus irgendwie Farben, Töne machen, was auch immer, ja, das siehst du alles. Ja, du kannst Emotionen zulassen, kannst damit arbeiten. Du kannst da liegen und kannst dir selber im Endeffekt Serotonin ausstoßen lassen. Wenn du dich darauf fokussierst, an bestimmte Dinge zu denken, die positiv sind oder wie auch immer, das funktioniert. Du kannst dann damit üben. Das muss man aber auch erst ein bisschen trainieren. Ich habe das auch nicht die ganze Zeit hinbekommen, dass ich wirklich alles hier an Nerven tatsächlich mit meinem Gehirn steuern konnte. Ich konnte dann sogar Filter setzen. Das heißt, ich habe ja die ganze Zeit die bunten Farben vor Augen gehabt. So, auch wenn ich die Augen zumache, habe ich immer noch die bunten Farben vor Augen, ne? Weil die ganze Zeit die Sehnerven rumdümpeln. So, dann kommt der Ton, der feuert die an, alles ist am Feuern. Und dann habe ich mich einfach darauf konzentriert in dem Moment, dass ich auf diese Signale hier vor dem Auge gar nicht mehr, dass die in meinem Gehirn gar nicht mehr verarbeitet werden sollen. Ne? Darauf kannst du dich dann richtig konzentrieren, fokussieren im Endeffekt. Und dann ist es tatsächlich, dass es dann sogar schwarz vor Augen wird. Also so wie es dunkel normalerweise sein sollte. Dann siehst du auf einmal diese ganzen ja, Farben oder so nicht mehr. Ne? Oder sie werden, du kannst sie zum Beispiel auch beschleunigen oder verlangsamen. Das ist auch extrem interessant. Du hast ja bei diesen, ja, bei den ganzen, vor allen Dingen bei der LSD, aber bei den anderen auch, du hast ja so ganz, ganz schnelle Bewegungen. Ne? Das sind ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das was mit diesen Gehirnwellen zu tun hat. Ne? Dass da diese Gamma oder was auch immer, dass die Gehirnzellen
oder dass diese Sachen, die wir da sehen, dass die mit der Geschwindigkeit eben dargestellt werden, ablaufen, wie das Gehirn da oben arbeitet. Ja, kann ich mir vorstellen. So, und die Sachen laufen jetzt ganz, ganz schnell hintereinander. Du kannst das nicht kontrollieren in dem Sinne. Du kannst nicht sagen, ey, bleib mal eben stehen, ich will jetzt hier einfach so ein Bild sehen. Nee, das geht nicht. Das Bild ist in 2 Sekunden schon wieder weg und dann kommt wieder was ganz anderes. Ja, dann kommt irgendwas Ähnliches. Dann kommt hier, was weiß ich, eine Giraffe und keine Ahnung was. Ja? Dann wird das hier rot, das wird grün, alles Mögliche. Ja, dann hast du auf einmal ganz viele kleine Schwammkopfe da und so weiter und so fort. Ja, das kannst du alles immer noch nicht steuern, ja? Weil da kein Filter ist. Und jetzt kann man tatsächlich aber trainieren, ja? Und das habe ich die ganze Zeit versucht. Ja, das klappt nicht immer und die ganze Zeit. Aber man konnte tatsächlich, oder ich konnte die Geschwindigkeit dann zum Beispiel reduzieren, mit dem die Sachen abgelaufen sind. Das war sehr interessant, weil du, so wenn du in den Schlafmodus kommst, wenn du dein Gehirn ausschaltest im Endeffekt, dann ist es so, dass sich das eben alles da oben auch verlangsamt. Also deshalb hatte ich auch die Vermutung, dass eventuell die Gehirnwellen dann eben langsamer sind, wenn man eben weniger Reize verarbeitet gerade. Ne? Logisch. Und ja, so kannst du damit arbeiten und verschiedenste Sachen. Kannst du versuchen, alles auszublenden. Du kannst dein Auge ausblenden, ja, du kannst deine Haut, deine Ohren, alles ausblenden, wenn du einfach so quasi. Du kannst vor allen Dingen ja auch eine große Emotionstoleranz entwickeln. So. Also Richtig, es geht ja genau. bis dahin, Und dass das, ja. du, was weiß ich, über den Tod nachdenkst und so denkst, so ja, gehört zum Leben dazu, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man mich jetzt, wenn ich jetzt eine krasse Situation vorstelle und du sagst dann, ja, ist okay, dann wirst du auseinandergerissen und denkst, ja, ich bin gleich in einem besseren Leben oder anderem Leben oder. Ja, genau. Ja, ich bin Teil des Universums, des Kreislaufs und ne, es geht ja nicht darum, sterben zu wollen. Es geht darum zu sagen, ich kann es nicht ändern und deswegen akzeptiere ich diese Situation, die ich nicht ändern kann und bin einfach trotzdem zufrieden. Ja, du machst eigentlich genau das machst du dann, und so erkläre ich mir das dann hier zumindest, dass du genauso wie bei den anderen Sachen aktiv jetzt einen Filter setzen kannst, dass du natürlich auch bei deinen Gefühlen hier jetzt aktiv den Filter setzen kannst. Ne? Dass du sagst, wenn jetzt irgendwie ein bestimmtes Gefühl hochkommt oder so, dass du dann eben ganz klar sagen kannst, nö, achte ich nicht drauf. Ich lasse jetzt diese Wege, beachte ich gar nicht, ja, fertig. Und dann hat sich das auch sehr schnell wieder erledigt, mit den schlechten Gefühlen oder was auch immer. Und genau das, was man jetzt hier so richtig stark auch entsprechend dann spürt, jetzt mit dem Psychedelika. Genau das, dieses Filter setzen, ja, und bestimmte Dinge auch ummodeln, das kann man tatsächlich so lernen. Das kann man natürlich auch mit Meditation und so weiter hinbekommen. Aber es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Gehirn dann neu programmieren kann. Ja? Dann kommt der Filter hier hin Es ist und nicht. vor allen Dingen auch nicht lernen, so im Sinne von, ey, ich schlage jetzt ein Buch auf, wie es in der Schule ist, so ich muss jetzt hier das und das üben und diese Technik, sondern das ist einfach so, du gewöhnst dich an dieses intensive Erleben und je länger du dem ausgesetzt bist, desto resilienter wirst du deinen Emotionen gegenüber, würde ich sagen. Also wenn du das jetzt lange nicht mehr machst, fällst du ja auch zurück in deine alte Lebensweise, so. Also das bleibt ja auch nicht für immer, sondern das ist wirklich, du härtest dich quasi damit ab, dass du dem ausgesetzt bist und dass du halt versuchst, in diesem Zustand irgendwie dich gut zu verhalten, so, oder Nee, da gut bin mit ich deinen auch anderer Emotionen. Meinung. Ich sehe das wie ein Muskeltraining. So, Ja, das so, ja. du machst hier einmal ein richtiges Fitnessstudio, pumpst deinen Bizeps auf und so weiter. Nichts anderes ist es. Ja, ein Bizeps aufpumpen ist auch ein Muskelreiz, der gesetzt wird und dann werden da ne, verbessern sich auch da die Nervenbahnen und so weiter, dass du beim nächsten Mal stärker bist. Und genauso funktioniert der Körper hier auch. Wenn du irgendwas benutzt, ja, ob es Nervenbahnen sind, ob es Haut ist, ja, dann kriegst du Hornhaut und, und. Umso öfter du das benutzt oder umso härter du das benutzt, umso stärker kannst du das später eben auch nutzen. Ja, auch diese Trampelpfade, die dann die bestimmten Sachen hier eben
widerspiegeln. Ja, genau. So, da, das Ziel ist es jetzt aber, und da muss man hinkommen, nicht jetzt natürlich jede Woche LSD nehmen und dann kommt man damit wieder klar, sondern in jeder Situation im Alltag, wo dir auffällt, dass dir dieser Filter fehlt. Ja, egal ob, wenn der Chef dich anschreit oder so, ja, oder wie auch immer, dann so, dass man dann lernt, okay, ich schalte jetzt mal hier den Filter noch mal ein bisschen höher von meinem Ohr im Endeffekt. Ich achte jetzt nicht so drauf, was der sagt, oder das kommt mir jetzt nicht mehr so laut vor. So, das ist die Sache. Wenn Gefühle hochkommen oder so, ja, dass man sich dann sagt, okay, interessiert mich jetzt nicht, ja, kannst da unten bleiben. Und wenn das passiert, wenn du das öfters auch im Alltag wiederholst und wiederholst und wiederholst und immer wieder das machst, Ich würde das sogar anders beschreiben. dann verstärken sich die Wege aber auch wieder oder verschwinden. So, und dann kannst du auch so, wenn du immer wieder damit arbeitest, Wiederholung, das sieht man in der Psychologie auch. Umso öfter Menschen sich halt mit den Negativen auseinandersetzen, umso besser war eben nachher auch der Therapieerfolg, weil es ihnen egal ist. Und das ist genau das gleiche Ergebnis. Nur ich habe mir jetzt halt mal überlegt, wie genau das Ganze aussieht, damit ich mir das noch besser vorstellen kann. Ne? Also ich würde es aber anders beschreiben oder ausdrücken. Also ich würde sagen, wenn der Chef dich anschreit, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht als, also was LSD ja macht, ist ja, dass dein Ego, also deine Selbstdefinition abgeschaltet wird. Ich glaube, was wichtig ist in den Situationen, ist halt im Alltag auch ein bisschen aus seinem Ego rauszukommen. Nicht zu denken, ey, ich bin nun mal so, ich bin halt zu schlecht, weil ich zu schlecht geboren wurde. Ich kann halt auf der Arbeit nicht richtig. Ist halt, ich bin halt so oder das muss so sein und der greift mich jetzt in meiner Person an. Sondern dass man versucht, außerhalb von sich selbst zu denken und die Sichtweise des Chefs dann zu sehen. So, warum hat er mich angeschrien? Mag der mich jetzt wirklich nicht? Oder wollte der Chef einfach mehr Geld verdienen? Du hast irgendwie nicht das gemacht, was der wollte. Er ist vielleicht im Stress. Der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder also ne, man muss den Chef ja auch ein bisschen kennen und sich dann in den rein zu versetzen und aus seiner Sicht dann das zu beurteilen. So, warum hat er das jetzt gemacht? War ich jetzt das Problem? Oder lag es vielleicht auch ein bisschen an ihm? Oder objektiv, was ist jetzt objektiv falsch gelaufen? Das neu zu bewerten. Und wenn der Chef einfach wirklich ein Arschloch ist, dann vielleicht den Arbeitsplatz zu wechseln. Und ansonsten muss man halt. Ja, Ansonsten, aber. wenn das Problem wirklich nicht war, dann muss man halt Nee, trotzdem ein bisschen gechillter vielleicht das sein. wäre aber, Also. das wär aber trotzdem der zweite Schritt, wenn du logisch denkst. Wenn du erstmal die Reize, deine spontanen Gefühle dann ausblenden musst, dann bringt dir das natürlich nichts. Ja, dann zu sagen, oh, ich denke jetzt erstmal logisch, weil erstmal musst du das Gefühl überhaupt ausblenden können, bevor du anfängst, dann logisch zu denken. Ne? Das geht dann schon danach. Und ich glaube auch nicht, dass sich das Ego auflöst, ja, wie man immer so schön sagt, sondern Bei hohen Dosierungen, klar, also je mehr du nimmst, desto krasser ist das natürlich. Am Ende liegst du rum, kannst dich nicht bewegen und ja, träumst aber irgendwas Krasses, warte, weil aber dein Ego halt weg ist. nee. Aber wenn du dir das anguckst, löst ist die Also es Frage. vermischt sich quasi mit deinem Nee, Bewusstsein für die Umwelt und so. löst sich dein Ego auf oder kommt dein ganzes Ego auf einmal hier zum Vorschein? Das kommt doch alles auf Man einmal. kann Das das so oder so sagen. Ist im Also Seth Endeffekt. und Setting meinte, dass quasi dein Gefühl vom Ich, dass dein Ich-Gefühl, also dein Ego quasi sich ausweitet, klar, sich ausbreitet, wie du gerade sagst, und damit eben verschwimmt mit deiner Umwelt. Also du stirbst nicht, du bist nicht weg, aber du bist Teil des Universums, du bist Teil von diesem Kreislauf als ein Ganzes und es gibt diese Trennung zwischen dir und der Umwelt nicht, weswegen du halt weg bist. Aber wie man das jetzt definiert ist und wie man das jetzt sagt, ist ja hin wie her. Im Endeffekt bist du halt weg, Ja, weil dein Ego sich ausgedehnt hat. ich mag immer so nicht dieses Ja, dieses esoterische Beschreiben. Du wirst jetzt das Universum und was weiß ich nicht was, weil für mich ist das. oder man macht das Beispiel von dem Wasserballon. Wenn du jetzt einen Wasserballon mit Ja, Wasser ist zum egal, was für Beispiel ein hast und du Beispiel. wirfst ihn ins Meer. Ja, sowas finde ich aber. Solche Beispiele sind für mich Quatsch. So, ich brauche Logik. Ich brauche dahinter etwas. Ich muss verstehen, wie es funktioniert. Ich kann mir jetzt nicht einfach einen Wasserballon vorstellen, der da irgendwas macht. Das ist ganz schön. Wenn ich aber noch tiefer gehe
und verstehe, wie das mit den Okay, Nerven ja, und wenn so du jetzt weiter sagst, du willst das funktioniert. neurobiologisch verstehen, okay, ja, dann bringt das nichts, wenn du das so Weil, beschreibst, natürlich. und jetzt kommt nämlich die nächste Stufe, auf die wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob da schon viele drauf sind. Das erreicht man nämlich mit solchen Vorstellungen dann eben nicht. Wenn du aber dann genau weißt, wo, wie was funktioniert, neurobiologisch da, du weißt, wann Serotonin ausgeschüttet wird, wann dies, das kommt, und du spürst das in diesem Moment durch eben den großen Einfluss der Substanzen, dann kannst du damit arbeiten. Und das ist richtig spannend. Das heißt, du kannst in dem Moment, kannst du dann eben sagen, okay, ich lenke das jetzt um, ja, ich setze da Filter, lenke das so um, weil ich ganz genau spüre, okay, pass auf, das ist jetzt ein Nervenimpuls, der kommt von da und da und da. Und das war für mich halt eine neue Erfahrung, die ich halt vorher noch nie so hatte, in irgendeiner Weise. Weil ich mich wirklich vorher ganz bewusst damit hingesetzt habe, geguckt habe, was genau passiert, wie kann ich mir das genau erklären. Stimmt das dann auch mit dem überein, was ich dann in dem Moment halt spüre? Ja, das heißt, ich muss dann Experimente machen selber. Ich muss dann, wie ich das gesagt habe, ich muss dann eben gucken, kann ich wirklich sehen, wenn ich mir jetzt auf die Haut piekse? Ja, kann ich das auch ausblenden? Kann ich diese Visuals, kann ich die ausblenden? Wenn ich das nicht kann, dann habe ich die Kontrolle nicht. Wenn ich das aber kann, die wirklich auszublenden, dass es schwarz vor meinen Augen wird im Endeffekt, dann habe ich auf einmal die komplette Kontrolle über mein Gehirn. Und das ist eigentlich was ziemlich Geiles. Und da möchte ich eigentlich noch mehr dran arbeiten gerade, dass man das eben auch in den Alltag vielleicht noch besser rübernehmen kann. Oder wie man das Ganze noch verfeinert. Ich stehe da ja jetzt auch ganz am Anfang im Endeffekt. Wie genau, durch welche Experimente oder was auch immer man gleichzeitig machen kann, um eben entweder ganz bestimmte Dinge wirklich zu hyperfokussieren, dass man da hochsensibel wird. Ja, du wirst ja hoch, also es gibt ja Menschen, die sind hochsensibel halt, habe ich ja schon gesagt. Und wenn du jetzt unter der Substanz bist, bist du auch hochsensibel. So, dann kannst du hier irgendwo dran fassen und das fühlt sich auf einmal ganz anders an, weil auf einmal viel mehr Nervenzellen Impulse senden, die du wahrnimmst. Und kann man es am Ende schaffen? Das ist meine Überlegung, ja, dass man sowas erlernt, also oder zurück erlernt, ne? Dass man wirklich lernen kann, in irgendeiner Weise taktil deutlich empfindlicher zu werden und. Ja, bei solchen Sachen. Und man kann das Ganze natürlich auch später, oder was heißt später, kann man eben auch auf verschiedene psychische Spektren dann eben anwenden. Ja, wenn es jetzt jemand ist mit ADHS beispielsweise, so, der mit ADHS, der weiß, er hat zu wenig, wahrscheinlich, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber der hat zu wenig Dopamin in seinem Gehirn. Das heißt, er hat da nicht genug Antrieb, jetzt eine Aufgabe zu machen, auf die er überhaupt gar keinen Bock hat. Ne? Wenn du jetzt aber in der Lage bist, dein Gehirn so zu steuern, dass du darüber hinweggehen kannst und irgendwie es anders schaffst, aus anderen Bereichen was rüberzuholen, was dann Dopamin ausstößt, was dir dann doch wieder Spaß macht, die Arbeit zu erledigen, dann hast du einen ziemlich großen Gewinn. Ja? Genauso wie es eben bei Autismus ist, ja, die experimentieren dann gerade auch mit MDMA und Oxytocin, ja, weil man vermutet, dass die da eben zu wenig von haben. Und wenn die auf so ein normales Level kommen und das lernen, weil sie das nie gelernt haben, ja, sie haben aufgrund des Hormonmangels im Endeffekt, haben sie nie gelernt, anderen Leuten ins Gesicht zu gucken, Gefühle zu empfinden, solche Dinge. Das haben die einfach nicht gelernt. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, weil die das ja dann wieder können, wenn sie es kriegen, dass die das dann auch wieder alles erlernen können. Genauso wie jemand, der, selbst wenn jemand querschnittsgelähmt war oder was auch immer, der konnte nicht laufen, der muss vielleicht 5 Jahre lang, musste er jeden Tag trainieren, also seine Nerven da wieder ordentlich hinzukriegen. Aber es funktioniert. Ja, viele Menschen, die man aufgegeben hat und wo man gesagt hat, bleib doch lieber im Rollstuhl, es hat funktioniert, dass sie wieder laufen konnten. Ganz einfach, weil
auch nach Hirnschäden und so weiter, weil man das tatsächlich alles wieder trainieren kann, wenn man da wirklich die Energie reinsteckt. Und dann, ne, wenn ein Hirnareal kaputt ist durch einen Tumor oder was auch immer, du konntest dann irgendwas nicht mehr, kannst nicht mehr sprechen oder wie auch immer, kann es sein, wenn jetzt nicht zu viel an der falschen Stelle kaputt ist, dass du durch diese Methoden halt wieder Dinge neu erlernen kannst oder intensivieren kannst. Da bin ich der festen Überzeugung von. Und genau das ist so der Themenbereich, den ich gerne in der nächsten Zeit eben auch noch weiter überlegen und fokussieren würde. Ich habe keine Ahnung, ob solche Überlegungen überhaupt schon existieren in der Hinsicht, wie man das Ganze umsetzt am Ende, mit welchen Methoden, da bin ich gerade bei. Aber ich verrate natürlich nicht alles. Uns ist ja blöd. So, wer ist hier reingekommen? Na, Hassan. Vor allen Dingen, ich hatte ja damals, ich selber, ich hatte ja damals mit Psychedelika, das vor ein paar Jahren hatte ich ja auch gar nichts zu tun, ne? Ah, hier, warte mal, Also ich kannte mich. ganz kurz, kannst gleich weiter erzählen. Wo die Leute hier gerade noch erzählen, mit Julian Zietlow zum Beispiel und solchen Sachen. Ja, der ist auch So, Julian so eine Sache. Zietlow, Julian Zietlow wird diese Erfahrung schon gemacht haben. Der hat vorher, hat er auch wahrscheinlich Stress gehabt, Depressionen oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, erzählt er oder hat er erzählt, ich weiß es nicht. So, wenn er jetzt natürlich diese eine Erfahrung macht, natürlich kommt er als ganz anderer Mensch dann wieder nach vorne. Nur er hat nicht wirklich verstanden, was er vielleicht noch für Möglichkeiten hätte, damit zu arbeiten. Er hat nicht wirklich verstanden, warum das jetzt so ist. Ja, er glaubt dann eben an irgendeinem Gott oder was auch immer. Ja, und macht sein Schamanenzeug dann halt weiter. Wenn ihm das hilft, ja, und er dadurch ein entspannteres Leben hat, ist das völlig in Ordnung. Nur muss man dann eben auch aufpassen, dass man nicht irgendwo in einer anderen Richtung abrutscht. Ja, wenn man dann eben zu esoterisch wird und dann ne, da sein Geld lässt und zu viel Blödsinn macht und seine Familie vernachlässigt oder was auch immer, dann ist das natürlich genauso bescheuert. Ne? Deshalb bin ich ein Freund davon, wenn ich Psychologe werden sollte, dass ich so mit den Menschen arbeite, dass ich denen nichts irgendwie von Ballons erzähle oder bei der Frau mit dem Ja, Brustkrebs. natürlich. Also wenn man wirklich biologisch da rangeht und wenn man sagt, ja, der Mensch, also sage ich ja auch, ist eine Art Maschine und so und man will das wirklich wissen. Natürlich kann man da nicht über Ballons und Universum reden. Die Sache ist, dass das Gehirn ja nicht 100% erforscht ist und dass das sehr komplex ist und dass das auch lange dauern wird, bis wir alles verstehen oder vielleicht nie alles verstehen, wie man halt das Universum an sich auch noch nicht komplett kennt. Das ist halt das Problem. Wir können ja nicht alles mit Bio Nee, Chemie richtig. komplett erklären, weil wir das Gehirn gar nicht komplett verstehen. Deswegen muss man da vielleicht ab und zu mal Nur Metaphern verwenden. es muss auch nicht alles vom Gehirn kommen, weil es kann auch irgendwas im Körper kaputt sein, Darmbakterien oder sonst was. Das heißt, nicht jede Erkrankung, eine Depression kann auch sein, dass du irgendwo einen Mangel hast an irgendwas, an Vitaminen oder wie auch immer. So, fertig. Ne, ist auch möglich. Deshalb sollte man sich da eben auch nicht als Psychologe jetzt in die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ey, ich bin der Einzige, der hier die richtige Lösung hat, das liegt bestimmt daran. Nein, du musst natürlich trotzdem überprüfen, ob eventuell auch irgendwelche physischen Probleme vorliegen oder sonstiges. Ja, und wenn deine Methode dann nicht funktioniert, dann auch sagen, ey, pass auf, dann probier mal was anderes oder mach's gleichzeitig oder wie auch immer. Und das gehört dann eben zum einem ganzheitlichen Konzept am Ende dazu. Nur meine Sache auch mit diesen Luftballons und was auch immer. Und wenn man den Leuten sowas erklären will, glaube ich eben, dass das bei einigen hilft das definitiv, weil die sich persönlich hier den Luftballon als was Positives, was Gutes eingespeichert haben. Ja, vielleicht erinnern sie sich dann irgendwo an eine Kirmes als Kind. Ja, für die ist dieser Luftballon tatsächlich dann etwas, wo sie sagen, oh ja, ich denke an den Luftballon, der macht positive Gedanken, deshalb funktioniert das jetzt besser. Wenn du mit den gleichen Gedöns bei jemand anders ankommst mit Luftballon, ja, dann wird das zum Beispiel nicht funktionieren. Das heißt, du müsstest erstmal theoretisch ja, bei jedem rausfinden, was bei ihm überhaupt was Positives auslöst und das dann damit verknüpfen. Das kann man ja machen. Ne? Oder weil das dann eben, wenn ich das jetzt so auf diese Art mache, finde ich das nochmal deutlich allgemeiner. Und damit kann man halt in fast jeder Situation was mit anfangen, wenn man das so betrachtet.
Das ist zumindest meine Meinung. Also ich kann falsch liegen, wenn jemand anderer Meinung ist, überhaupt gar kein Problem. Frag gerne nach. Ich will das ja auch verbessern hier. Ja, vielleicht sage ich auch am Ende, nee, das ist alles völliger Quatsch. Ich Das habe, über den Haufen werfen, nochmal von vorne. ja, aber Dann können wir machen. ich habe eben tatsächlich den Nachweis, dass zumindest dieser Gedanke und die Sachen, die daraus resultieren, eben dieses Steuern und so weiter, dass das bei mir und anderen so funktioniert. Und solange ich da jetzt nicht irgendwie was Negatives sehe oder warum das jetzt völliger Quatsch ist, gut, dann lasse ich, dann verbessere Ja, ich was. Einzelfälle gibt es immer, aber klar, man spricht ja dann von der Mehrheit der Leute statistisch und so 80% und da kann man ja schon sehen, dass es positiv ist in der Regel, wenn man es vernünftig macht und so. Das kann man schon sagen. Ja, und wie gesagt, ich bin gerade auch dabei, andere Sachen auszuprobieren. Ich probiere gerade Synästhesie zu erlernen. Kann man das erlernen im Endeffekt? Ja? Kann Ich ich, dann? Weiß ich ne? nicht. Also manche haben das genetisch. Ja, natürlich ist das liegt ja auch daran, wenn Kinder sowas zum Beispiel können. So, hier die Chinesen, die können alle mit ihrem Finger rechnen oder Japan, ne? Weil die das von Kind auf eben machen. So schnell. Dann Aber gibt es. sind es Sie, so weiß ich nicht. Es Ja, aber passiert das. ja einfach. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie Musik sehen, sondern ich habe irgendwas in meinem Körper, das ist, dass meine Ja, aber Gehirnchemie verändert, das passiert das halt. bei denen ist das Rechnen aber auch zum Beispiel mit was Haptischen, dann mit einer Bewegung verknüpft. Nicht nur im Kopf. So, wir gucken heutzutage nur eine Zahl an und versuchen mit der Zahl zu rechnen. Ich habe das letzte Mal gemerkt, wo ich. Ich habe hier so ein paar Apps auf dem Handy, mit denen ich dann eben auch mal experimentiere. Ne? So, wie schlau werde ich bei welchem Mittel und wie dumm werde ich bei welchem Mittel? Ne? Zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke, kann ich noch die Aufgaben hier machen, die irgendwelche Rentner schaffen sollen. Ja? Da gibt es dann zum Beispiel eine App, die heißt, warte mal, wo habe ich die denn? Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, bis vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren war das oder so. Also ich kannte Psychedelika da ja schon, aber ich hatte mit denen halt gar nichts zu tun. So, ne? Also ich war vielleicht vor 12, 13 Jahren, so wo ich in der Schule war, habe ich zum ersten Mal gehört von sowas. Ne? Da haben die gesagt, alles, was illegal ist, ist total suchterregend und total schlimm und das dürfte niemandem glauben und nicht machen. Und habe damals schon gewusst, dass so einige Sachen weniger suchterregend sind, wie MDMA oder so, oder wie LSD. Aber ich kannte gar keinen, der das macht. Also ich hatte nichts damit zu tun. Ich habe das bei Open Mind halt mal gesehen und dachte mir halt, ja, ne, ist halt dieser Junkie-YouTuber, ne, diese Vorurteile, die man hat. Aber ich fand Alkoholiker halt auch immer so unsympathisch. Also eigentlich, ich habe früher gar nichts genommen, so überhaupt gar nichts. Ich dachte, so nüchtern bin ich besser dran oder so. Komme ich auch Nee, klar. also Hassan, du kommst gleich auch dran. Ja, das ist ja auch das Ding, ne? Daran, also ich habe zum Beispiel nie Alkohol getrunken, weil ich darin nie einen Mehrwert, keinen Sinn gesehen habe im Endeffekt. Genau, ja, die anderen, die waren immer so unsympathisch und dann trinken die auf Partys aus dem Mund und die fummeln einen an und oder so aggressiv oder so. Es war auch immer so Genau, schlimm und und im Bett läuft deswegen auch war ich nichts. früher gar nicht. So. Jedenfalls, und dann hatte ich halt vor ein paar Jahren war das, dann habe ich halt Cannabis mal probiert. Also das ist ja noch so, wo Leute sagen, dass was Sanftes ist oder so. Also mir war halt irgendwie langweilig, ich hatte eine Freundin und so. Ich dachte mir, ich will feiern und dann habe ich Alkohol mal probiert. Auch mal wieder gemacht, so, aber fand das halt total scheiße. Und ja, dann Cannabis auch und war halt auch nicht so toll. Und dann dachte ich mir, irgendwas würde ich schon, aber keine Ahnung. Also, ich hatte noch keinen Plan, so, was ich in Zukunft irgendwie partymäßig machen will. Ich war irgendwie frustriert, dass alles irgendwie doof ist. Und dann kam halt von dir das Video, also, dann habe ich dein Video geguckt. Also, ich kannte klar Psychedelika von Open Mind schon, aber dachte mir mal, ja. Die normalen sind halt illegal und kommst du nicht dran. Und die sagen ja auch immer alles so schlimm und so. Wenn du das machst, dann wirst du verrückt oder so. Und ich wusste, man kann sich welche legal bestellen, aber da hatte ich halt diese Vorurteile so, ja, aber wenn du das machst, dann gibt es ja auch wieder Risiken, die keiner kennt. Und ne, bis dahin hatte ich auch, früher hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da kannst du ja auch nicht einfach nennen. Zu Hause bei meinen Eltern herumtrippen oder so. Also deswegen habe ich das halt jahrelang, jahrzehntelang nicht mehr angeschaut mehr. Da habe ich aber von Daniel Pucke, habe ich das Video gesehen, so, wo er sagt, ja, ich mag Alkohol nicht, also wie bei mir auch.
Und jetzt habe ich aber das und das ist ja interessant und das war gut. So, irgendwie so, na, also das, ne, ist weniger schädlich als Alkohol, macht mich süchtig und Leute, kreativ sein. Ja, lieber wirst du dadurch, keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr genau, was so ungefähr, ne, so der Wortlaut war es, glaube ich. Und ne, die Statistiken rausgeholt, wie man das halt macht wissenschaftlich. Hier habt ihr die Suchtpotenziale, hier habt ihr die Gefahrenpotenziale von allem, statistisch halt. Und ne, bei den meisten Leuten ist Alkohol halt am gefährlichsten, 70%. 70, googelt einfach David Nutt-Studie mal, ne? Also 70. 72 Punkte Gefahr, Schadenspotenzial, macht deine Organe kaputt, macht dein Gehirn kaputt, macht alles kaputt, weil du bist aggressiv und scheiße und depressiv und dein Leben ist 30 Jahre nach und Okay, drauf ein und dann hast totaler du es Arsch. Und ausprobiert. Muss man ein bisschen auf den ja, Punkt kommen, genau, was ja. man will auch noch. Kurz gefasst, dann habe ich gesagt, ja, ich bestelle mir das mal, fuck it. Ich gucke da in die Pugge, ich habe meine Ausbildung abgebrochen. Also ich war da noch in meiner Ernährungsberaterausbildung, wo ich dann auch versucht habe, Leuten ketogene Ernährung und Low Carb näher zu bringen, ne, weil ich mir dachte, ey, Zucker ist ja auch voll gefährlich, ist ja auch voll die Droge so, ne? Das macht ja auch abhängig. So bei Mäusen gibt es ja Studien und also ich war voll auf dem Trip, ich will die Welt verbessern, ich will Ernährung verbessern. Und ich mache jetzt hier sogar eine Ernährungsberaterausbildung, Diätassistent heißt das ja. Ich konnte aber meine Lehrer nicht leiden, ich konnte meine Mitschüler nicht leiden. Die waren alle jede Woche besoffen. Meine Lehrerin war übelst dick so. Und alle sagen, ja, was hast du denn gegen Zucker und so, ne? Die waren gegen Low-Carb-Ernährung so. Du Die haben wolltest mir auf den gesagt, so, Punkt ja, kommen. so, ja, wie gesagt, das war alles scheiße so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fuck it so. Daniel sagt, das ist gut, ich guck den jetzt schon irgendwie 2 Jahre oder so. Ich probiere es auch mal so. Ne? Einfach so. Und ich mache jetzt Party so. Ich nehme das einfach mal. Ich nehme eine und dann, was ich nicht empfehlen würde, ich habe dann noch eine zweite am selben Abend hinterher. Also ich habe dann auch richtig schön mir einen rein. Und das war dann halt, boah, ne? Und dann geht halt diese Erfahrung los, wo man halt nicht viel, dann kannst dich halt belesen, was das macht und so. Es bringt dir halt überhaupt nichts. So, also, das, Nee, aber hinterher das. nachlesen, was das so macht. Die Erfahrung ist anders. So. So, und dann halt diese Erfahrung gehabt, so ganz intensiv und es scheppert dich voll weg und du reflektierst dein ganzes Leben und deine ganze Vergangenheit und alles, was du je erlebt hast. So. Dann denkst du dir, was ist das eigentlich für eine Scheiße? So, warum werden wir alle verarscht? Warum ist das politisch nicht erwünscht, dass wir diese Erfahrung haben, obwohl es mir eigentlich gut geht so damit? So, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, so jetzt beginnt irgendwie erst so das echte Leben. So. Jetzt Ja, hast du erst gecheckt, worum es geht und was dir wichtig ist. Und aber nach 20 Jahren. ja, freut mich auf jeden Fall, dass du damit so Erfolg hast. Das Problem, was ich halt nur immer sehe, warum ich auch überlege, ob ich überhaupt Videos zu Details machen soll, weil die Leute da draußen damit einfach nicht umgehen können. So, du kannst denen sonst noch wie erzählen, wie vorsichtig man sein muss, wie genau man das machen muss. Du erzählst denen. Ja, aber dann nimmst du halt erstmal nur ein Viertel, ja, und guckst erstmal, in was für eine Richtung das geht. So. Du nimmst nicht gleichzeitig noch irgendwie Alkohol, Koks oder sonstige Geschichten. Und dann liest du halt in der Zeitung von irgendwelchen Vollidioten, ja, von diesem Typen, der da jetzt an Ketamin angeblich gestorben ist, wo du aber dann auch noch siehst, ja, das Ketamin, das hat er vor ein, zwei Wochen gekriegt, da hat er schon lange nichts mehr von. Und dann trinkt er aber noch Alkohol und nimmt Benzos. Also, das sind dann halt die Dinge, wo ich dann Ja, diese denke, Mischkonsum, ja, aber, ja. ne, Das und dann noch Problem ist einfach, den dass die Leute dämlichsten. doof sind. Die Leute können das nicht. Die Das Leute Problem ist können aber, das glaube ich, nicht, einfach dass die nicht. Leute doof sind. Das Problem ist, glaube ich, gar nicht, dass die Leute irgendwie doof sind oder so, dass die einfach zu blöde sind dafür. Das Problem ist, dass das politisch ja gar nicht erwünscht ist, dass Nein, man diese das hat damit Erfahrung nichts zu macht, dass tun. Du das. kannst, du kann, so, wenn die Leute das haben, dann können sie es ausprobieren. Die können sich informieren, Ja, alles. Und die das machen das auch. Problem ist ja, dass die Leute. Die können damit ja nicht umgehen, weil die es nicht gelernt haben. So, wenn jemand zum ersten Mal Auto fährt, also ich gebe jetzt einem ein Auto, der ist noch nie Auto gefahren. So, ich sage jetzt, hier hast du mein Auto, damit kannst du überall hinfahren und wie du willst, ne, fahr jetzt durch die ganze Welt, fahr hin, wo du hin willst. Und dann baut er einen Unfall, so, Nee, 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 weil der nee. es nicht gelernt hat. Nee, ich habe viele Leute, habe ich selber auch schon aufgeklärt insgesamt, weil sie auch immer mal gesagt haben, hier, meine Freunde, die machen das und vielleicht mache ich das auch mal und wie auch immer.
Und ich habe die aufgeklärt von vorne bis hinten. Die haben dann von ihren Freunden irgendwie was bekommen. Dann habe ich dann eben wirklich mal ein bisschen aufgepasst, so, dass er nicht gleichzeitig Alkohol trinkt und so weiter und so fort. So, und irgendwann, 2 Wochen später oder so, sehe ich die dann alle wieder voll besoffen bis oben hin und dann trotzdem am Schmeißen. Und dann denkst du dir einfach, nein, du hast es nicht verstanden. Du machst es trotzdem. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Du hast deine Filter nicht drin und du kannst dich selber nicht kontrollieren. Und deshalb ist es halt extrem schwierig, wirklich zu sagen, dass, ne, dass man das einfach so freigeben sollte und dass er, das wird teilweise eben auch nach hinten losgehen, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn man dann eben, man müsste halt gucken, wirklich, dass man Substanzen freigibt, die in Kombination mit Alkohol oder so jetzt nicht unbedingt zum Tod führen. Also ne, Benzos und Alkohol zum Beispiel. Und dann, ich habe da hier eine Liste irgendwo, warte mal, Drogen. Ja, also was du sagst, ich meine, ich kenne es ja auch. Ich kenne auch Leute, es gibt Warte. Leute, die werfen sich an einem Abend, was weiß ich, wie viel von irgendwelchen Pillen ein. Ich kenne das auch, aber ich würde sogar sagen, dass, also klar, man kann jetzt sagen, wir legalisieren das und keiner kann damit umgehen und passiert ganz viel schlimmes Zeug. So, ich glaube, klar, bestimmter Teil der Leute erstmal wahrscheinlich, gerade wenn man es die ersten Male macht und. Da macht man viel Bullshit, so. Das ist auch so. Da habe ich auch nicht anders gemacht. Aber ich glaube sogar, wenn wir das Noch. legalisieren würden, ich glaube sogar, wenn wir das legalisieren würden, dass gar nicht wirklich mehr Leute konsumieren würden. Also ich glaube, das ist bei Psychedelika wirklich den Leuten komplett egal, wenn wir das jetzt freigeben, weil du weißt ja, die legalen Versionen, so 1,1T LSD zum Beispiel. Das ist ja jetzt schon legal. Also es ist ja quasi in Deutschland legal und wir haben jetzt ja trotzdem nicht Deutschland voll mit Konsumenten, die total irre sind und nicht wissen, was zu tun und nicht klarkommen oder dass jeder abhängig danach ist, was hier einer geschrieben hat. Das haben wir ja gar nicht. Also es ist ja jetzt schon verfügbar. Wenn wir das Normale legalisieren, haben wir einfach nur, dass wir die das eh machen, nicht kriminalisieren und dass sie nicht irgendwie so ein schlechtes Image haben, dass man nicht sagt irgendwie, ja, das sind diese Kriminellen oder so. Ja, Aber im Endeffekt aber verfügbar ist es ja. Auf dem Schwarzmarkt ist es immer verfügbar, aber es will dann keiner machen. Weil nee, aber es ist nicht attraktiv, weil es nicht so lustig ist. zum Beispiel LSD und Cannabis zusammen. So, das kann auch schön nach hinten losgehen. Ne? Da kannst du wirklich dann Psychose oder so damit kriegen, weil du da eben so tief irgendwie dir selber was zurechtspinnst durch das Cannabis und das geht natürlich dann auch ins LSD und das haut dich dann eben auch Wenn weg. du Cannabis geht, das gerade auch bei gestrecktem Gras und künstlichen Ja, Cannabinoiden, das natürlich, weiß ich ja. natürlich. Aber deshalb ist es immer sehr schwierig, dann eine eindeutige, ganz einfache Aussage zu treffen. Ja, legalisieren, nein, sondern man müsste sich wirklich ganz genau angucken, wie macht man das, dass die Leute da eben nicht unvernünftig mit werden. So, ganz einfach. Da müsste man, ich weiß nicht, wie man es genau machen sollte. Müsste man sich überlegen, ein paar Ideen habe ich. Ne, also es gibt hier zum Beispiel so eine Matrix, die kann man sich angucken, was man jetzt nicht nehmen sollte, wenn man irgendwie was genommen hat. Gerade wenn man, ich habe auch schon Leute kennengelernt, was trinken? Die sind auf Amphetamin oder so hängen geblieben. Ne, die rennen den ganzen Tag nur noch so rum. So, und Amphetamine sind aber auch richtig stark unterwegs. Also die würde was ich auch auch niemand. Extrem, was man Also. niemals machen sollte, ist zum Beispiel LSD mit Kokain oder solchen Geschichten. Weil Genau, ja. Und dann bist du voll am Arsch, weil ja. dann schüttest du Dopamin aus ohne Ende und mit dem LSD, wo alles frei ist, dann kommst du gar nicht mehr klar. Dann machst du wirklich dumme Sachen. So, aber Ja, das genau. ist auch richtig. Also ich würde auch sagen, alles, was bei der David-Nutt-Studie oben ist, was ein hohes Schadenspotenzial hat, das sollte man auch nicht machen. Es ist nicht ohne Grund so, dass man sagt, Drogen sind illegal und böse. Also manche Drogen sind wirklich gefährlich und gerade wenn man das welche sind, die suchterregend sind, dann Ne? hast du die halt nicht unter Kontrolle auf lange Sicht. Also gerade Kokain oder ganz extrem Methamphetamin und so. Das sind Sachen, wo ich halt auch sage, die sollte man gar nicht erst probieren, weil du dann ja in diesen Zyklus kommst, wo du das schon im Kopf hast, wo das dann dein Dopamin verändert und du dann eben, das programmiert ja auch deinen Kopf um so. Du sagst erst so, ja, ich will das nur einmal machen und dann hast du Methamphetamin genommen und dann sagt dir das so, ja, aber das ist
total wichtig, dass du das jetzt nochmal machst, und dann bist du in diesem scheiß Kreislauf drin. Also das sind Sachen, die sollte man halt echt nicht machen. Aber das sagt ja auch jeder, der sich damit beschäftigt, so, dass das eben gefährliche Sachen sind. So, Und das jetzt muss man vielleicht eher nicht der letzte Satz, damit Hassan auch nochmal etwas sagen kann. Also, ne, wenn hier, dann hin. guckt euch hier so eine Grafik auch mal an und versteht das wirklich. Zum Beispiel, der Typ, der jetzt Ketamin genommen hat. So, wenn du guckst, Ketamin ist an sich, ist das überhaupt nicht etwas, was gefährlich wird. Ja, natürlich kannst du, wenn du jetzt schwimmen gehst und Ketamin vorher genommen hast, kannst du untergehen. Kannst du auch mit Alkohol. So. Aber wenn du dann eben hier hinten zum Beispiel guckst und der hat das dann eben noch mit Schmerzmitteln, Opiaten irgendwie gemixt, ja, und dabei noch Alkohol getrunken hier unten, wo ist Koffein da? Nee. Doch, Koffein? Nee, warte mal. Alkohol hier unten, Alkohol meine ich, nicht Koffein. So, dann hast du einmal Opioide, die machen dich schläfrig, dann kommt der Alkohol noch dazu, der lässt dich nichts mehr spüren. Dann hast du das Ketamin auch noch mit dabei, wo du auch nichts mehr spürst. So, und dann hast du auf einmal alles zusammen, der Körper schläft ein, ich atme nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr und dann liegst du da. Und dann steht in der Überschrift, der Ketamin ist schlimm. Obwohl Ketamin, finde ich, zumindest einer der Substanzen ist, die man gerade bei Schmerzpatienten, bei denen Schmerzmittel gar nicht mehr helfen, extrem genial ist. Weil Opioide und so weiter, die Schmerzmittel, die sie dann nehmen, haben mir so viele Leute gesagt, ne, mit Platten im Kopf und so weiter, ja, die spüren den Schmerz noch, aber der Schmerz ist denen egal im Endeffekt. Ja, weil dann wird einfach Serotonin ausgeschüttet und dann spürst du halt den Schmerz. Der ist nicht mehr so schlimm. Der ist aber noch da, stört dich trotzdem. Ketamin macht das auf jeden Fall ganz weg. So, da spürst du nichts mehr. Und das ist halt ein großer Vorteil, vor allen Dingen, weil es dann eben auch kurz wirkt, ja, nicht die Nebenwirkungen hat. Und wie die anderen Sachen sind solche Sachen für mich einfach ja, besser. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ich denke mal, ich gebe jetzt hier den Hassan, wenn er noch was sagen möchte, oder irgendjemand anderes, die Chance. Jojo. Ja, ich fand das Gespräch eigentlich Achso. richtig tiefgründig auch. Also klar, für Leute, die keine Ahnung haben, also die das zum ersten Mal hören und so, kann ich mir verstehen, weil die denken dann, das ist schon ab zum Junkie oder so. Aber klar, wir haben ja beide positiv drüber geredet. Ich fand das ganz gut und vor allen Dingen, ich glaube, so ein paar Stellen so, drei, vier Stellen so, waren wirklich so, dass ich auch irgendwie von meinen Gedanken her, dass ich dachte so, oh, da, weißt du, so, wie sagt Neuer man das? Impuls. Neuer Impuls, weiter Ja, dass nachzudenken. man einfach das gesagt hat und dass man dann einfach zufrieden war und sich dachte so, ey, das habe ich jetzt gut rübergebracht. So, das könnte vielleicht irgendwen erreichen und bei irgendwem Ja, mit Sicherheit so das auch, ja. Von ein. daher. Ja, deswegen also, ne? Keine Ahnung, solange es positive Impulse bringt und Leute da irgendwie was Neues sich mitnehmen. Ich bin jetzt kein krasser Redner, bin kein Politiker, der das irgendwie gelernt hat oder der krass besonders gebildet ist oder so, aber ja, ich finde das Thema interessant, war ein gutes Gespräch. Ja, Mal gucken, was Leute kommen hören. eine Sache musst du aber noch lernen, bevor du nach Hause gehst, schneller auf den Punkt zu kommen. Ja, ich wollte das extra ausführen. Da ist man mal hier im Po- Es ist ja mal ein Stream, ne? Du hast ja lange nicht gestreamt. Da ist man mal irgendwie mit dabei und Ja, das Problem ist nur, wenn man sich um ein Thema unterhält und auf den Punkt kommen will, dass die Zuschauer dann eben auch sehr schnell abspringen, wenn es dann halt zu sehr aufschweift. Ne? Wenn man, also wir können uns gerne auch nochmal unterhalten, einfach so locker, überhaupt gar kein ja, Problem. gerne mal. Ne? Also Ja, nicht böse um. sein, dass ich dich jetzt zwischendurch unterbrochen habe. Das war wirklich nur, damit die Zuschauer auch noch folgen können. Das Problem ist halt, ne, also man sieht ja, man hat 20 Zuschauer, man kann halt nicht jedem gerecht werden. Ne? Einer will halt vielleicht noch ein bisschen detaillierter, einer will noch länger irgendwie zuhören vielleicht. Dann ist er interessiert, dann schweißt vielleicht vom Thema ab, dann dachte er sich, red mal zu Ende und dann bist du schon beim nächsten Thema. Ja, Der nächste sagt nur so. oder es kommt halt jemand rein und hört dann irgendwie was reden über was Kindheit und so weiter, dann hat er auch keine Ahnung, worum es geht. So, jetzt aber Hassan. So, zunächst einmal, was war das? Was ist das Thema? Ich bin später reingekommen. Muss ein bisschen lauter machen, wenn du kannst, wenn es geht. Ja, Aber, kann, mach ich einen Moment, einen Moment. also wir haben über viele Themen geredet am Anfang und jetzt am Ende ging es halt hauptsächlich um
Das Gehirn kontrollieren, entweder mit oder ohne psychedelischen Substanzen, mit Reizen umgehen, Filter setzen und so weiter. Und damit natürlich auch im Endeffekt, was weiß ich, Depressionen loszuwerden, mit ADHS umgehen und solche Geschichten. Ja, da kann ich schon stundenlang Sachen erzählen. Wollt ihr was Spezielles wissen oder irgendwas ganz Spezifisches, wo ich was erzählen kann? Du kannst ja mal einfach, damit wir jetzt auch nicht wieder zu lange aufschweifen und weitermachen. Erzähl einfach mal, was so. Du hast Erfahrungen mit irgendwelchen Substanzen gemacht. Oder nicht? Ja, ich meine. Ja, also ich habe also ein Kumpel, also ich habe keine Erfahrung gemacht. Ein Kumpel von mir da hat Erfahrung gemacht und zwar der kam halt zu mir und der hat halt also ADHS-Symptome gehabt, habe ich halt bei ihm festgestellt und da habe ich ihm gesagt, er soll mal halt zwei verschiedene Substanzen soll er mal probieren. Und die Strategie ist halt schon aufgegangen. Ich habe ihm gesagt, er soll mal 4F-MPA und einmal. Was war das? 4F-MPA und einmal 3FPM probieren. Das 4F, das ist halt Methylphenidat halt, da wo auf dem Molekül halt noch ein Fluor drauf ist. Und einmal das andere war 3FPM. Das ist dann eher ein. Kommt an dem originalen Amphetamin, also soweit ich das weiß, kann sein, dass ich mich irre, aber an dem originalen Amphetamin eher näher dran, also Ja, vom für die Zuschauer Wirkspektrum machen wir das ein bisschen einfacher, weil diese ganzen her. 4F-MPA und so weiter oder ADP, Ja, das sind einfach nur Derivate von, also wo ein bisschen was Amphetamin. im Molekül verändert wurde von Amphetamin, Ja, genau, ja, richtig. Ritalin und so weiter. Und die kannst du halt legal kaufen in einigen Ländern, nicht in Deutschland. Und deshalb sind die da weit verbreitet. So. Ja, also es ist halt so, die Rechtslage ist halt so, dass es halt, also diese Derivate, also nur ganz bestimmte Derivate, die sind halt, also in Deutschland zumindest für Forschungszwecke sind dann frei verkäuflich. Ja, die. Nur halt zum Konsum ist es halt jetzt nicht gedacht, Ja, aber also bei den beim LSD weiß ich das, aber ich glaube, die ganzen anderen, die sind alle unter den neuen psychoaktiven Substanzen gesetzt. Ich weiß, also dies 4F-MPA und so weiter, das dürfte eigentlich alles auch mittlerweile darunter fallen. Wo. nee, das ist, nee, im Moment, das ist, also zum privaten Konsum ist es immer noch verboten. Es war schon immer verboten, es ist immer noch verboten, nur für Forschungszwecken. Es ist halt dann frei verkäuflich und das halt führt dann halt dazu, dass die Leute dann das dann halt zu Forschungszwecken dann kaufen und nicht für den Konsum. Aber wie man das dreht und wendet halt, Ich glaube, das ist dann also aber mit meist. LSD-Zeugs. Bitte, ja, sprich. Es ist dann bei den Substanzen so, dass je nachdem, was für eine Substanz, geht auch anders. Entweder sie sind wirklich komplett verboten. Es kann aber auch sein, dass solche Derivate, genauso wie das Ketamin-Derivat und ähnliches, dass die zwar verboten sind, ne, du darfst sie halt nicht verkaufen und so weiter, aber der Besitz ist nicht strafbar. Das bedeutet, wenn sie dich damit erwischen, nehmen sie es dir weg im Endeffekt, aber du kriegst jetzt keine Strafe aufgebrummt. Das ist der Unterschied dann Ich halt. will es, ich will es in diesen, ich will es in Ja, diesen ja. rechtlichen Status da jetzt nicht reingehen, aber um das Thema mal so ein bisschen abzuwenden, egal wie man es dreht und wendet halt, wenn man halt quasi jetzt auf diese Drogenschiene, also einschließlich Alkohol und also legale und illegale Drogen, wenn man da in diesen rein, also in diesen ich will es nicht sagen Sumpf, aber wenn man jetzt in diesen Sumpf da reinkommt, dann bedeutet das schon, dass man halt ja, irgendwo halt im Leben gewisse Defizite hat oder Probleme hat oder was kompensieren muss oder wie auch immer das nennen mag. Und das andere Problem ist halt, auch wenn diese Substanzen halt jetzt also in Deutschland verkäuflich sind, ob es legal, illegal,
Du hast es immer das Problem der Stoffhalt, also du hast das Problem wegen der Stoffreinheit. Und dann hatte ich mal mit so einem Chemiker mal geredet gehabt und der hat halt mir beispielsweise erzählt halt, dass also der Stoff kann an sich rein sein, also rein im Sinne von, also der ist jetzt nicht verunreinigt, also biologisch verunreinigt mit Schimmel oder sonst was, aber da können halt so Fremdstoffe beinhaltet sein, die halt bei der Herstellung dann halt auch mit entstanden sind und die können dann wiederum halt gesundheitsschädlich sein. Ja, genau deshalb sollte man, Und wenn man, wenn man das klug angehen will, quasi, sollte man seine Sachen reinigen. So, wenn beim man das richtig Straßenspeed, klug machen will, ja. zum Beispiel beim Straßenspeed, was weiß ich, da kannst du dann mit Aceton und solchen Sachen kannst du dann sowas reinigen. Wobei ich im Leben auch nie auf die Idee kommen würde, irgendwas von der Straße zu kaufen oder sonst wie. Ja, Und also auf jeden Fall, wenn man das ja. wirklich ganz 100% klug machen will, dann geht man halt wirklich zu einem Psychiater halt, der sein Handwerk beherrscht und man lässt sich dann halt behandeln und man holt sich Apothekenware und man nimmt halt diese Apothekenware, also wenn es um beispielsweise um ADHS handelt oder sonst was. Ja, ich meine, das ist klar. Dann Ja. weiß ich, der Psychiater, der wird halt schon erkennen, okay, der hat halt Defizite oder der braucht halt, keine Ahnung, medizinisches Cannabis oder er braucht Ketamintherapie oder sonst was. Dann kriegst du halt Apothekenware und alles verläuft halt auf richtigen Bahn. Ja, nur die Dann Sache, stellt sich halt. genau, nur die Sache ist am Ende, dass man natürlich ja nicht darauf alleine so kleben bleiben sollte. Es sollte ja kein Ersatz sein für irgendwas, sondern man muss ja trotzdem Eben, gucken. klar, So, und das erklärt sich ja sogar auch mit meinem Schaubild hier alles. Dass wenn du natürlich jetzt anfällig bist für Drogen, bist du auch in der Regel, das weiß man auch bei bestimmten psychischen Erkrankungen, bist du halt auch anfälliger für Glücksspiel oder ähnliche Sachen. Ja, ja. alles, was dir halt so einen Dopaminschub gibt, weil dir nicht Dopamin, sondern Serotoninschub gibt, weil dir Serotonin halt irgendwie fehlt. Ja, dir fehlt die Liebe zu Hause, ja, deine Frau schreit dich irgendwie die ganze Zeit nur an, du bist die ganze Zeit nur am Arbeiten und das Gehirn hat nichts, womit es sich irgendwann freuen kann. Ja, du baust halt extrem ab. So, und deine einzige Ja, Mittel. das ist auf jeden Fall, das ist so ein Zusammenspiel zwischen fachsprachlich heißt es behavioral Geschichte, also das heißt Verhaltens Geschichte und organische Sachen. Das heißt, wenn da jetzt, also du kannst ein Problem haben mit psychischem Hintergrund oder du kannst ein Problem haben mit organischem Hintergrund. Ja, psychosomatisch, ja. Und ja, und da muss man dann halt, ja, halt Ursachen forschen, also gute Ursachenforschung betreiben, um herauszufinden, warum ist man halt jetzt extrem übergewichtig oder warum ist man glücksspielsüchtig oder beispielsweise, man kennt es halt aus dem Traumabereich halt, dass Leute, die halt beispielsweise komplexes PTBS haben oder Borderliner haben, dass die nein, also zu destruktive Verhaltensweisen neigen. Nur Ja, halt bei klar. denen ist es halt so, bei denen hat man halt quasi auch eine, oder man kann die Ursachen auch eingrenzen. So. Man kann halt sagen, okay, das ist halt die Ursache, das ist halt Kindheitstrauma oder sonst was. Und dann kann man dann halt dann dementsprechend dann die Sachen dann auch therapieren halt. Richtig, wenn man dann eben schaut, woher kommt da was, wo ist da jetzt was falsch geleitet im Gehirn, Richtig. dann kann man damit auch Eben, gezielt. ja. Und man muss damit arbeiten. So, was ich dann Genau, eben ja. manchmal eben schlimm finde oder oft schlimm finde, ist, wenn ein Kind, oh, mein Kind hat bestimmte ADHS, weil es irgendwie rumspielt. So, dann kriegt es seine Medikamente, sein Ritalin. Und vielleicht war das gar nicht das Problem von dem Kind. Ja, das Kind kann was ganz anderes haben, ist mit dem Ritalin jetzt vielleicht irgendwie doch besser drauf oder so, aber das Problem wird sich dann noch weiter verfestigen, weil an der Ursache nicht gearbeitet wird. Zum Beispiel könnte das Kind dann eben, also ich könnte, könnte
Autismus haben oder eine Hochbegabung oder so, eine Ja, Diät. das ist dann halt, und genau hier fängt das Problem an, dass halt, das ist auch mit Studien auch bewiesen, dass halt Leute, die beispielsweise Asperger-Autismus haben, also ursprünglich oder eigentlich Asperger-Autismus haben oder ein komplexes PTBS leiden oder ein ADS leiden oder sonst was, dass sie erstmal halt im Schnitt mehrere Falschdiagnosen bekommen und da fängt das Ganze nach dann oder die ganze Odyssee dann halt erstmal an. Deswegen ist es halt wichtig, dass der Arzt, zu dem man hingeht, dass er sein Handwerk beherrscht ja, halt quasi die Ursache herausfindet oder beziehungsweise ja mit seinem Handwerk dann die dementsprechende Ursachenforschung betreibt und die richtige Diagnose dann halt erstmal für den Moment quasi erteilt. Und Genau. dann, erst dann halt, wenn die Ursache, also wenn die Ursprung, also wenn die richtige Ursache, also jetzt nicht nur einzelne Symptome wie Depression oder Antriebsschwäche oder Hyperaktivität oder sonst was oder Bluthochdruck, also jetzt nicht die einzelnen Symptome, sondern wenn man die Ursache richtig gefunden hat, erst dann kann man dann halt mit der entsprechenden Therapie dann anfangen, weil alles andere ist dann einfach Müll halt, weil sonst, das führt halt zu nichts und dann hat man nur Symptome dann behandelt und ja, das Problem halt ist auch, wenn die Probleme in der Kindheit anfangen, und wenn die Diagnosen nicht richtig gestellt werden, das führt ja, das geht ja dann halt in dem Erwachsenenalter dann weiter, Ja, mündet dann halt das in wird immer stärker später, ja. Drogenproblemen, Spielsucht oder sonstige Kompensation oder schädliche Verhaltensweisen und dann kommt man dann halt nie zu Ende halt. Ne? Nee, eben, genau das ist der Punkt. Deshalb würde Ja. ich auch bei einem Kind zum Beispiel, würde ich überhaupt nicht in diesen Schubladen denken, jetzt, was weiß ich, wo hat der Autismus, Asperger, DHS, ADHS oder sonstiges, sondern ich würde einfach gucken, ist das vielleicht einfach ein ganz normales kindliches Gehirn, was da vielleicht auch ein bisschen zu weit entwickelt ist oder sich in eine bestimmte Richtung einfach interessiert oder was auch immer, ne? Oder gibt es da halt wirklich irgendwie Probleme, weil dieses Kind einen bestimmten Hormonmangel hat oder keine Liebe bekommt oder wie auch immer. Ja, also völlig, man kann sowas völlig unabhängig eigentlich von diesen Schubladen, die man da eben hat, ja, wo man jemanden reinquetschen möchte, kann man denken, weil das ist auch so unterschiedlich, dass was weiß ich, Asperger, Autismus und sonstige Sachen gibt es eben auch welche, die sind völlig anders. Die haben dann, ja, die haben andere Sachen. Genauso wie es Leute gibt, die. Ja, das ist halt, also man hat halt früher halt, also von der Ärzteseite her heraus hat man da, früher hat man viel Scheiße gebaut halt, also um das kurz zu fassen, man hat da viel zu schnell Diagnosen vergeben und so weiter und so fort, aber mittlerweile hat man halt, oder ist man auf einem guten Weg und man hat erkannt, okay, man soll jetzt beim Kind jetzt nicht zu vorschnell Ja, eben. zu Tabletten ergreifen, sondern man soll erstmal schauen, wie du es gerade eben gesagt hast. Ist es jetzt so, wie das Kind sich jetzt gerade benehmen tut, ist es noch im grünen Rahmen, aber also quasi an der Grenze, aber noch im grünen Rahmen, oder muss man da wirklich jetzt intervenieren oder müssen die Eltern ihr Verhalten ändern, so, also und. Du kannst halt einfach gucken, wo hat das Kind individuell, das musst du herausfinden. Wo hat das Kind individuell irgendwie Andersartigkeiten? Wo ist es vielleicht besser? Genau, Wo ist es schlechter als andere Kinder? Wie kann man das jetzt, eben wie ja. kann man die besseren Fähigkeiten des Kindes jetzt nutzen, um eventuell die schlechten oder ja, schlechteren Fähigkeiten auszugleichen? Ja, wie kann man das schaffen? Dass man dann eben auch dem Kind die Möglichkeit gibt, sich in der Schule später zurechtzufinden. Ich hatte das vorhin bei mir auch erzählt, dass ich damals eben auch die Hochbegabung dann diagnostiziert bekommen habe und Ah, okay. genau, hier Intelligenztest gemacht ohne Ende, auch später noch 140 hatte ich da und ich hatte aber trotzdem keinen Bock auf Krass. Schule und hatte keinen ja, schlechte Noten, ne? Vor allen Dingen in den Fächern, Ja, wo ich. das ist auch so ein Riesenthema. Das ist auch so ein Riesenthema, beispielsweise mit dem Frontalunterricht. Ich meine, es ist ja auch mittlerweile zigfach
bewiesen, also es gibt also Menschen, es gibt Menschen mit verschiedenen Lerntypen. Für den einen ist Frontalunterricht gut, der eine mag das halt nicht, oder der eine liest gerne, muss es von Büchern lesen, der eine mag es gerne mit Video, oder der eine ist vom Hören, oder der eine lernt gerne so oder so und so halt. Und ich bin mittlerweile, also ich bin der Meinung halt, man soll nicht jedes Kind halt in diesen klassischen Frontalunterricht Schulen da reinstecken. Das ist einfach ein Müll so. Ja, Weil nicht jedes Kind ist einfach für diesen Frontalunterricht geeignet. Und wenn das Kind halt jetzt wenn du ein Kind jetzt in dem Frontalunterricht jetzt da reinzwingen tust, und wenn er da keinen Bock hat, dann ist es ja, dann ist ja der Kind ja nicht schuld, sondern das ist einfach, der gehört einfach nicht in diesen Frontalunterricht, meiner richtig, Meinung aber nach. wenn halt es keine andere Möglichkeit gibt, quasi, ne, manchmal kommt es halt trotzdem nicht drum herum, dass du ein Kind da reinschicken musst. So, bei mir war es. Habe ich schon gesagt, damals auch so. Ich konnte nicht aufs Internat, weil es zu teuer war. Und deshalb musste ich halt auch in die Schule. Dann hättest du nichts anderes machen können. Und War jetzt auch von rein, also wenn man das beispielsweise jetzt das rein ökonomisch betrachtet, ne, dass man sagt, ja, wir haben kein Geld halt für Kinder, die anders sind oder sonst was, das ist einfach Müll, weil stell dir mal ja, vor, natürlich ist du es hast ein so. Kind halt. Nein, stell dir mal vor, du hast ein Kind so, und du steckst ihm in den Frontalunterricht Schule rein halt. Der Kind, also der ist eigentlich, also der Kind ist, also das Kind ist gesund, aber kommt halt mit diesem Frontalunterricht nicht klar. Das Kind entwickelt deswegen psychische Probleme und ist dann später dann halt quasi sein Leben lang auf Grundsicherung angewiesen, weil er einfach mit diesem Ding nicht klargekommen ist. Und also das heißt, er liegt dann, dieses Person, der liegt dann halt sein Leben lang den Staat auf der Tasche. Da ist halt ökonomisch dann sinnvoll, dieses Kind dann halt von diesem klassischen Frontalunterricht-Schulsystem herauszunehmen, ihm halt anders zu fördern, und dann später kann er dann ganz normal dann halt arbeiten und zahlt dann Steuern sogar. Ja, Was dann wiederum aber eh vom Fenster rausgeschmissen wird, aber das ist ein anderes Thema. du weißt aber schon, dass du da eine richtige Traumwelt hast, ne? Weil du kennst unsere Politiker. Die schieben doch alles auf die Zukunft. Ist so genauso wie Ja, mit Übergewichtigen und kranken das war Leuten. jetzt nur so, ja, das ist mir Ja. schon klar, das ist mir alles schon klar, aber das ist nur so ein, also Ja, wenn nur man so da rein sehe ich. ökonomisch ist halt, Ja, ja. deshalb ist das, ne, für mich ein Punkt, den ich einfach abhaken würde. Weil sich da Ja. mit Sicherheit nichts tun wird. Und deshalb muss man eben andere Wege gehen Nee. und müsste dann versuchen, ja, das Kind halt in Anführungsstrichen so zu programmieren oder dem Kind Werkzeuge an die Hand zu geben, wie es mit dem Frontalunterricht halt irgendwie umgehen kann, dass es in seinem Sinne eben dann auf einmal wieder Spaß macht. Ne? Und natürlich müssten die Lehrer zumindest dann Kleinigkeiten, die man dann eventuell machen kann, zulassen. Ne? Das, was weiß ich, wenn jetzt andere Ja. Kinder auf einen Zettel schreiben müssen oder so, dass das Kind sich dann eine Mindmap machen kann oder auf Karteikarten Ja, schreiben genau kann. sowas halt, ne, sowas. Sowas. Genau das meine ich. Und weil dann halt, also ich will da jetzt nur ein, zwei Sätze noch dazu sagen, weil da gibt es halt, ich meine, diese Diskussion, das gibt es halt auch sehr stark halt unter den Soziologen, die halt jetzt mit dem Schulsystem und so weiter beschäftigen, und die sagen ja auch, ja, dass wenn die Eltern quasi reich sind, die können halt ihr Kind halt von diesem klassischen Schulsystem rausnehmen und dann halt irgendwo anders reinstecken, weil sie das Geld halt dafür haben. Und das ist dann halt wiederum so eine, ja, halt so eine, irgendwo auch so eine unfaire Geschichte, erstmal. Und zweitens, das ist dann halt wiederum auch so eine, ja, so eine Selektion, nicht nach dem Gebot halt, wer halt der Bessere ist, sondern wer reicheren Elternhaushalt hat. Und das ist dann halt für die Gesellschaft auf langer Sicht gesehen dann auch nicht in Ordnung, halt, wenn nur quasi derjenige nach vorne Ja, kommt, ja, also aber von der das. Forderung her, und beruflich nur derjenige nach vorne kommt, der Geld hat, sondern weil die Idee ist ja, derjenige soll halt nach vorne kommen, der was leisten kann und der was im Kopf hat, und nicht derjenige, der Geld hat, weil früher oder später geht dann so eine Gesellschaft kaputt halt, da wo es dann nur da wo es nur ums oder übers Geld halt entschieden wird, wie in Amerika halt. Ja. Jo, super. Möchte der Don vielleicht auch noch was sagen hier? Oder Chris?
oder wer auch immer. Oder haben die Zuschauer noch irgendwelche Jo, Fragen? hi. Ah, also wir können über jedes Thema reden. Also wenn du mich was fragen willst, ich gehe gerne meinen Senf dazu. Wir können ja noch mal gucken, was hier als Thema kommt. Ansonsten kann ich Also wenn aber ich die sagen. Mathe sehr, sehr auch empfehle, ich habe nicht von jedem Thema Ahnung, aber glaub, kann lustig sein, wenn ich mich äußere zu verschiedenen. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Alles klar, Total ja. Erstmal unterschiedlich. super, Daniel. Es ist schön, dass du wieder mal einen Livestream machst. Freut mich auf jeden Fall. Heute direkt mal eingeschaltet. Warte mal ganz Genau, kurz, ich hatte. Ich bevor du hatte was sagst. Einmal zu gehackt ist hier, Frontalunterricht ist doch für viele Panne. Setzt man Erwachsene 6 Stunden in die Schule. Richtig. Ja, Aber eben halt. es ist aber so, dass viele Kinder, die gerade auch in der Schule gut sind, dass die das lernen können, dass denen das nichts ausmacht. Also die können quasi filtern, dass denen das gerade da scheiße geht. So, das ist die Sache. Und wenn du das als Kind, was halt ein bisschen was anderes braucht oder logischer denkt oder wie auch immer, der kann das nicht ausblenden, weil das, was du da gerade machst, ergibt für mich hat das nie Sinn ergeben. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Ne? Deshalb für andere hat das Sinn ergeben und die haben es dann eben gemacht und konnten das filtern. So, jetzt kannst du dann. Ja. Jo, ja, ich hatte so ein bisschen etwas konträre Meinung zu diesem Thema Psychedelika und LSD. Hatten wir auch gerade in den Kommentaren so ein bisschen, habe ich gedacht, ich komme auch mal online gerade. Weil ich sehe das halt immer wieder, dass das halt, ist ja voll der Trend aktuell, muss man dazu sagen, ne? Also es ist ja wirklich so, dass LSD ja quasi ein Trend geworden ist in dieser ganzen Coaching-Szene so, und ich spreche auch mit vielen Leuten Ja. so. Unternehmern, die mir dann sagen, ja, die dann vielleicht das eher so nebenbei machen. Und ich habe halt so eine, also meine Meinung dazu ist halt, dass es halt nicht unbedingt jetzt zu dem führt, was die Leute eigentlich haben wollen. Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass zum Beispiel jetzt LSD jetzt erstmal ungefährlich ist im Vergleich zu Alkohol. Ich denke, da sind wir uns auch einig in den Kommentaren oder anderen Drogen. Nur wenn es jetzt darum geht, wirklich sein Leben langfristig zu verbessern, dann finde ich, dass man, also einfach nur anhand von Beispielen jetzt aus meiner Umgebung, dass ich das nicht sehe. Also ich sehe, dass die Leute, dass das bei Depressionen helfen kann, bei Leuten, die Depressionen haben, aber auch nur. Und ich sehe halt, dass dieses Thema ADHS dadurch eher verstärkt wird. Also ich sehe halt Leute, die wirklich voll den Fokus im Leben haben, irgendwas machen und dann nehmen die halt LSD und dann geht es bei denen eher so in die Richtung, ganz viele Sachen probieren ganz viel aus und nichts mehr funktioniert. Und ich finde, das sieht man auch bei so Leuten wie Genau. bei dem Julian Zietlow oder bei dem Joe Trank oder auch Genau. bei anderen. Und ich bin halt der Meinung, dass man das halt auch mal, also dass man zum Beispiel auch, wenn du jetzt, Daniel, weil ich dich ja auch sehr schätze in diesem Keto-Bereich, wenn du jetzt sagst, ey, ich will mehr zu dem Thema machen, dann finde ich es echt wichtig, dass man sich damit auch wirklich nicht nur jetzt so gesundheitlich beschäftigt, sondern auch darauf eingeht, was will man eigentlich für Ziele im Leben erreichen und ob das da wirklich zielführend ist? Und das ist so mein kritischer Punkt dazu und da, wo wir vielleicht mal drüber diskutieren können. Genau Ja, das ist ja. ich möchte dazu erstmal was sagen. Also das LSD an sich, das sagt ja Set und Setting auch, also Jascha Renner. Das LSD, das tut dich ja nicht verändern. Also es ist nicht so, ich nehme jetzt diese Pille und dann werde ich ein guter Mensch, so. Sondern es geht immer noch darum, du machst diese Erfahrungen und du solltest die auch mit einem bestimmten Ziel haben und gut informiert machen und so. Also es geht um den Umgang damit. Und dann ist es auch so, dass du eine gute Nachverarbeitung brauchst. Also es geht nicht darum, das jede Woche einzuwerfen, sondern dass du das einmal machst, verantwortungsvoll machst und du dann wirklich in der Zeit danach das reflektierst und die Erfahrung, die du gemacht hast, sagen wir jetzt mal ein Beispiel so. Du hast jetzt auf der Erfahrung gesehen, zum Beispiel, irgendwas mit deiner Freundin so, dass du mit der besser umgehen solltest, weil das wichtig ist, weil ihr eine Bindung habt und so weiter. Das ist dir so aufgefallen. Wenn du jetzt aber das nur nimmst, weil du irgendwie high sein willst und weil du vielleicht irgendwas verdrängen willst oder keine Ahnung warum, weil du was einwerfen willst, weil du dir ja was einwirfst, und dann wird dich das nicht heilen. So, es geht, so, du musst halt diese Erfahrung, die du gemacht hast, wenn du die gemacht hast, wirklich dran denken, auch im Alltag danach, über längere Zeit. Und immer wenn du eine Situation hast, zum Beispiel, du schreist deine Freundin wieder an, du hast ein bisschen Streit mit der oder keine Ahnung was. Und du merkst, ich verhalte mich nicht so, wie ich das gern würde, dass du dann wirklich diese Erfahrung nochmal also dass du da wirklich
dass du es ändern willst. So. Es geht immer noch darum, du musst dich ändern wollen, sonst änderst du dich nicht. So. Und da hilft LSD nur dabei. Das ist nur ein Werkzeug, dass deine Gedanken, die du schon hast, zum Beispiel, ich will weg von Alkohol, ich will mich besser verhalten gegenüber anderen Leuten, so, das kann gepusht werden damit, wenn du das nimmst, mit der richtigen Intention. Und du kannst es natürlich auch zum Feiern nehmen in mittleren Mengen, das würde dich jetzt auch nicht krank machen, so, da würde ich auch sagen, Alkohol macht dich eher krank. Aber wie das gesagt, ist, das LSD an sich ist nicht so. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht der Punkt, den er so ansprechen wollte, sondern dass man das natürlich ja, jetzt. Julius Zitlos habe ich ja schon im Chat erwähnt, so was mit dem ja, war. Ich finde den jetzt auch nicht so. Und das war ja genau das, was ich zu Julian auch gesagt habe. Wenn du dann siehst, dass er das in Anführungsstrichen fehlinterpretiert oder überschätzt, ja, und dann irgendwie anfängt, mit Gott zu reden und erst die Reinkarnation und all so ein Scheiß. Das ist natürlich. Ja, das ist Quatsch. Der hat zu viel gekokst, glaube ich, oder so. Das liegt gar richtig. Nicht am LSD. Das ja, ja, aber. Machen die Medien halt. Ja, aber auch die. Nee, das sagt er selber ja auch. Und auch die ganze Sache mit von wegen LSD für diese ganzen Brainfucker hier. Die ganzen. Ja, und hier die ganze Zeit Ayahuasca sich reinpfeift, so, das macht man auch eigentlich nicht so oft. So, ne? Das ist nee, aber, eine ganz krasse und der macht das jeden Tag. Nee, die machen, auch, die machen ja auch trotzdem jeden Tag oder alle zwei Tage ihre Mikrodosierung und meinen dann eben, dass sie dadurch jetzt große Kreativität erlangt haben. Ja, aber Mikrodosierung hat ja keinen nachweislichen Effekt. Also das, ja, das würde ich einfach ignorieren, weil also das Effekt gar nicht. Das ist halt genau mein Punkt. Ich bin halt der Meinung, dass der Nachweis, also die Leute, diese ganzen Studien, die sind ja auch oft auf Fragebögen abgelaufen und die Leute, die sagen dann natürlich, mir geht's besser oder das ist ja auch eine, das ist ja auch ein ganz krasser Effekt, dass man, wenn man sowas macht und so. Aber die Frage ist halt wirklich, ist es wirklich so, dass es dein Leben verbessert? Das ist einfach die Frage. Und jetzt mal eine andere Frage. Das wird zu sehr gepusht, das wird zu sehr gehypt, da gebe ich dir auch recht. Genau, und jetzt mal eine andere Frage dazu. Ja, lass mich zum Beispiel, ich finde zum Beispiel. Ja? Ja, okay, dann stell mal deine Frage. Okay. Ja, ich finde zum Beispiel, dass die Keto-Ernährung, ketogene Ernährung, hilft auch bei Depressionen nachweislich, gibt es ja auch Studien. Und ich finde zum Beispiel. Und die hilft auch bei ADHS zum Beispiel. Und meiner Meinung nach ist das ein weitaus besserer Weg, um sein Leben zu verbessern, ketogen sich zu ernähren, sein Leben zu verändern, Sport zu machen, sich zu bewegen. Ich mache Yoga, Meditation. Und natürlich, ich habe das auch mal ausprobiert und fand es auch geil. Aber trotzdem bin ich dann immer so, dass ich denke, hey, ich habe da schon die Sorge, bringt mich das auf den richtigen Weg, vor allen Dingen, wenn ich es jetzt häufig mache, irgendwie jede Woche oder. Ja, was du als richtig empfindest für dich, was ist denn dein Ziel? Wenn du sagst, ja, der richtige Weg, wo willst du denn hin? Das ist ja also individuell für dich. Also bei mir ist das Thema, so dass das Leben im Moment ist eigentlich mein Ziel. Also ich sage Leben im Moment, weil ich da immer finde, dass man das Glück da am meisten findet. Aber auf der anderen Seite habe ich halt große Herausforderungen damit. Ich bin halt ein sehr dopamingesteuerter Mensch und verliere mich halt dann oft in so Sachen wie Social Media, habe auch viel im Bereich Social Media schon gemacht und so und habe auch Krypto, irgendwelche Geschichten. Also es gibt immer diese Sachen und ich merke halt, mir geht's besonders gut, wenn ich da so ein bisschen von wegkomme, also dieses, sag mal, diesen ADHS-Anteil so ein bisschen runterfahre. Und da bin ich halt, glaube ich, genau kritisch, dass ich glaube, dass da vielleicht, ich weiß nicht, ob da LSD der richtige Weg ist. Wenn ich mir die Leute anschaue, ja, was die oft... Was heißt denn der richtige Weg? So, es gibt ja... ja. Nicht gut, die halt sagen, es hilft sehr vielen Leuten, so, denen hat es geholfen. Genau, ja, ich glaube, musst du probieren. Christian, mein Punkt ist halt, dass ich halt die Leute sehe, die halt eher, glaube ich, dieser ADHS, dieses viele Sachen ausprobieren, vieles machen, dass der Anteil eher bei den Leuten, die ich sehe, die, von denen ich weiß, dass sie das regelmäßig nehmen, dass sich das eher in meinen Augen verschlechtert hat. Das ist so mein Punkt eigentlich. Ja, ja, das kommt dann auf deine Kontakte an, ne? Wie die damit umgehen und was die für Erfahrungen damit haben. Und ja, nee. So, pass auf, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Diese ganzen Gurus, wie gesagt, mit Mikrodosierung und so weiter, natürlich, du hast immer einen Effekt. Ja, weil bei selbst bei 20 Mikrogramm oder so, sobald du halt auch was spürst. Natürlich, aber der ist halt so klein. Ich mute dich jetzt mal ganz kurz, sonst kann ich nicht durchsprechen. Ja. Kopfhörer stumm schalten. Kann ich das so machen? Okay, oder bist einfach ruhig. Es ist so, dass, jetzt muss ich eben mal kurz den Faden wiederfinden. Genau, weil einen Effekt wirst du auf jeden Fall immer haben. So, die Substanz ist bei dir drin und auch wenn die jetzt nicht so viel macht, dass du unbedingt was merkst, es ist trotzdem latent irgendwie die ganze Zeit da. Es wird Serotonin ausschütten, du fühlst dich dann irgendwie vielleicht besser oder sonst was.
Du wirst aber jetzt nicht das kreative Genie da drauf, weil es regt zwar die Kreativität in dem Sinne an, aber es bedeutet nicht, dass du automatisch das Ganze dann auch auf Dauer speicherst oder umsetzt im Endeffekt. Du kannst da zwar neue Ideen bekommen und so, aber du musst halt trotzdem irgendwie damit arbeiten. So, du kannst jetzt dir Wissen aneignen mit einem Buch über Fitnesstraining, was sind die besten Übungen? Ja, aber wenn du dann nicht ins Fitnessstudio gehst und das nicht auch regelmäßig, ohne das Buch, ja, und das dann eben auch machst, dann wirst du damit definitiv nichts erreichen. Und deshalb bringt es auch überhaupt nichts, sich da jede Woche hinzusetzen, das LSD zu nehmen und damit zu meinen, jetzt könnte man damit besser lernen oder sonstiges. Weil genau das, was du gerade sagtest mit dem ADHS, das kannst du mit dem LSD definitiv nicht. Du wirst dich nicht in der Situation auf eine Sache konzentrieren können, weil du eben gleichzeitig damit zugange bist, diese ganzen anderen Sinne, die jetzt hier frei werden, ne, die beschäftigen dich durchgehend. Die kommen immer wieder in deinem Kopf, es kommt immer wieder was Neues gerade rein, wo du dann auf einmal wieder eine ganz neue Ideen hast und dich mit anderen Sachen beschäftigst. Und das ist der Punkt, wo man erstmal lernen muss, quasi solche Sachen einzusetzen. Und da gibt es ja nicht nur LSD, sondern da gibt es ja dann auch eben andere Sachen, die man eher zum Lernen nutzt. Was weiß ich, die Leute nehmen ja jetzt natürlich auch Ritalin Ritalin und ist so. aber auch gesagt. Genau, es ist eine Sache, finde ich zumindest, wenn man sich vorher ganz genau Gedanken macht, sich ganz genau anguckt, was passiert, bin ich jemand, der süchtig wird oder nicht, oder kann ich das nachher kontrollieren? Wenn ich nicht dazu in der Lage bin, mein Dopamin zu kontrollieren, nachher, dann sollte ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Ja, wenn ich halt irgendwann merke, oh, ich brauche immer mehr davon und so weiter und so fort, ist das definitiv falsch. Natürlich, und das ist auch eine Sache, die ist in meinem Kopf, die würde ich jetzt aber auch eben nicht so auf YouTube breittreten und erklären. Natürlich möchte ich, wenn ich jetzt hier versuche, in meinem Gehirn die Filter aus- und anzuschalten und so weiter und halt, was weiß ich jetzt mal, Synästhesie lernen will oder sonstiges, kann ich halt auch bestimmte Substanzen nutzen, ja, um das zu verstärken, um diesen Weg jetzt, dieses Lernen im Endeffekt dann zu verbessern, ja. Aber es ist halt nicht so, dass man das dann immer so weitermachen kann, sondern man muss auch an die Nebenwirkungen denken. Gerade LSD und so weiter, das schlaucht dich sowas von aus. Ja, dein Serotonin ist unten, deine Neurotransmitter sind erstmal unten und dann hast du erstmal ein paar Tage die Schnauze voll davon. Ja, und dann hast du in den nächsten Tagen nichts gelernt. Ja, das ist schön, dass du an dem Und vor einen allen Tag. Dingen, was mir auch wichtig ist, in der Zeit, wo man nüchtern ist, man ist ja immer mehrere Wochen auch mindestens nüchtern, weil du hast ja eine Zeit, wo du Toleranz aufgebaut hast und wo das auch gar nicht mehr wirkt und so. Ich glaube, es ist auch wichtig, da irgendwie ehrlich zu sein und sich selber im Blick zu haben, so geht es mir wirklich gut? Verdränge ich irgendwas? Verhalte ich mich seit einer Weile komisch oder ne, habe ich irgendeine Macke jetzt? Wenn ich merken würde, ey, ich habe voll den Vogel jetzt und alle sagen mir das und ich finde das irgendwie auch, dann will ich das auch nicht mehr machen so oder Pause machen oder so. Das ist halt, dann muss man das mal länger sein lassen und wieder versuchen Ja, und klarzukommen. Aber ich das ist glaube. ja das, was ich auch vorher sagte, dass ich nicht glaube, dass die meisten Leute dafür wirklich bereit sind, mit diesen Werkzeugen intelligent umzugehen, die wirklich auch zu nutzen und den richtigen Nutzen rauszuziehen, den man daraus tatsächlich auch haben kann, wenn man es denn richtig Aber den meint. größten Nutzen hat man auch, wenn man eh schon einen großen IQ hat, so, wenn man wirklich relativ selbstreflektiert ist, wenn man sehr, man ist schon ein bisschen Ja. intelligenter ist. Ich glaube, da hat man mehr Nutzen von Psychedelika auch, würde ich Da, schon da, so das sagen. war auch immer das, was ich nie verstanden habe jetzt bei den anderen. Warum können die mir da nicht folgen im Endeffekt? Ja, ich kann mit dem LSD konnte ich da liegen und konnte gleichzeitig noch meine Sachen durchgehen, die ich experimentieren wollte damit. Ja, ich konnte das gleichzeitig aufnehmen im Endeffekt. Ich war nicht ausgeschaltet, sondern konnte machen, was ich will. Und eigentlich ist das Geile da dran, wenn du das nachher dann gelernt hast und kannst, auch ohne die Psychedelika, dass du dann in der Lage bist, ne, wenn du Bock drauf hast, oder dass du dann zum Beispiel auch
nicht in den Tag leben musst, sondern du kannst tatsächlich das Glück direkt suchen, ja, oder freisetzen. Du kannst deine Emotionen dadurch eben jederzeit steuern und es ist dann nicht so, dass man irgendwie zu einem Roboter wird oder sonst was. Ja, überhaupt nicht. Also eher das Gegenteil, weil du dann eben sagst, okay, ich lasse jetzt los, ja, ich was weiß ich, du lernst eine Frau kennen oder so, ja, und bist dann irgendwie schüchtern und traust dich hier nicht, da nicht und was auch immer, obwohl sie will oder sie will eine Beziehung und du sagst, ah, aber eigentlich ist das nicht logisch, dann ist das tatsächlich eine Sache, wo man sowas auch positiv nutzen kann und sagt, okay, pass auf, ich schütte jetzt einfach mal Serotonin aus, ich lasse mich da jetzt fallen, ich kuschel da mehr, als das jeder andere machen würde, ja, ich spiel mit meinem Hund. Ich würde sogar sagen, dass man im Alltag dann ohne Substanzen besser klarkommt, wie du es gerade gesagt hast, so, dass man im Alltag danach, wenn man, wie gesagt, das hinter sich hat, so dass du im Alltag dann gar keine Substanzen brauchst, weil du hast ja gar keine inneren Konflikte, die du irgendwie mit Alkohol betäuben willst oder so. Also ich bin jetzt ja auch ein halbes Jahr mindestens schon nüchtern, habe gar nichts genommen und ich komme komplett gut klar, weil ich irgendwie ausgeglichen bin. So, ich habe nicht das Gefühl, gut, ich gehe jetzt Fastfood essen und sowas, ja, wie jeder halt. Ja, also das Problem, was diese ganzen Gurus einfach machen, ist, dass sie immer mehr, 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 mehr wollen. Ja, leistungsfähig quasi. Das kannst du auch mit Kokain machen. Du kannst dir jeden Tag eine Nase ziehen und bist leistungsfähig wie sonst was. Immer mehr. Ja, guck dir Wolf. Dazu habe ich, fällt mir gerade noch ein ganz gutes Beispiel ein, weil ich habe so ein Video gesehen von diesem Tomalix oder der hat ja mal Kokain ausprobiert. Ja, genau, und der hat das mal ausprobiert und dann hat er halt so einen Test gemacht und hat er so gesagt, wie schnell ist er da drin? Das fand ich echt gut, weil das ist nämlich genau das, was mir auch fehlt bei dieser LSD-Guru-Szene, dass die Leute halt das nicht quantifizieren. Du sagst halt, ich bin kreativer, aber was heißt das? Und der hat dann diesen Test gemacht, hat quasi gemessen, wie lange braucht er, um dieses Spiel zu spielen. Und er meinte, ey, er hat das viel schneller geschafft, aber er hat viel länger gebraucht. Und das ist genau das, was ich glaube, was dieser Effekt nämlich ist, dass die Leute denken, ey, ich kriege auf einmal alles voll geil hin, vor allen Dingen natürlich während des Rausches. Ja, man kann ja nicht von Kokain auf LSD schließen, das sind ja verschiedene. Nee, aber ist das wirklich so, dass die Leute, und das ist, wenn ich mir Ergebnisse von Leuten anschaue, dann bin ich teilweise skeptisch. Dann sehe ich halt irgendwie, die Leute werden nicht. Irgendwie. Ja. Was ich sagen wollte, schon Ich komme mal sofort wieder. Oh, schade, jetzt geht er. Ich will jetzt auch nicht warten so lange. Ja, erzähl ruhig. Okay. Ja, wird ja eh aufgenommen. Oder ich sag's dann nochmal, wenn er da ist. Also was ich auf jeden Fall dazu sagen will, also so was ich finde in dieser Coaching-Szene, was da total untergeht, also LSD ist keine, also für mich und nach dem, was ich so über die Geschichte davon weiß, die nutzen das, die sagen, ja, du musst LSD nehmen und dann kannst du das besser und das besser. LSD ist für mich keine Droge, die dafür da ist, irgendwie ja, was du machst, irgendwie deine Leistung zu maximieren, im Gegenteil. Ja, du hast generell das Problem, du hast, oder eine Person hat halt gewisse Erwartungen an den Substanzen. So. Und die werden dann auch teilweise auch erfüllt, teilweise auch nicht. Und ich finde, die einzige Erwartung sollte sein, geiles Gefühl zu haben, vielleicht mal eine geile Zeit zu haben, dann ist das auch, und dann das wirklich mal einmal im Jahr oder so zu machen, da bin ich da voll dabei, aber dieses, genau das sehe ich nämlich kritisch, dieses, dass die Leute dann wirklich denken, ich verbessere jetzt mein Leben mit einer regelmäßigen Einnahme. Das ist Müll einfach, ja. Das ist, ja. Ja, das ist einfach nur halt, ich meine, eine Person halt, die beispielsweise, keine Ahnung, kurzsichtig ist oder weitsichtig ist, diese Person trägt halt eine Brille und das ist halt einfach eine Hilfe, weil da nachgeholfen werden muss, aber das macht diese Person jetzt nicht per se irgendwie besser oder verhilft jetzt nicht Person zu irgendwas, sondern das ist einfach nur halt quasi ein Ausgleich auf ein Defizit halt. Was die Leute denken, das in dieser Coaching-Szene halt herkommt, ist, es gab ja mal hier in Los Angeles diese Computerindustrie mit Bill Gates und Steve Jobs und so, und die haben halt LSD genommen oder Künstler haben LSD genommen früher. So, und da war es eben in der Computerindustrie so, dass Steve Jobs zum Beispiel
und andere auch, die sowas Ähnliches gemacht haben, dass die eben das genutzt haben und gesagt haben, dadurch, dass ich diese Computerzeug, dass ich das gemacht habe, da hat LSD mir so geholfen, dass ich mich da reindenken konnte und ich habe diese Computersysteme, ich wäre ohne, hätte ich das gar nicht hingekriegt. So. Ja, und da kommt diese Leistungsoptimierung. Steve Jobs hat auch seine vegane Ernährung und sein Obst geholfen, nicht zu sterben. Ne? Also, ja, aber ich meine, nur weil das jetzt einen Boost gab in dieser Branche, es kann Leistung optimieren, aber ich würde, also jetzt da nie wieder, kann ich es nochmal sagen. Also LSD ist für mich und von der Geschichte her gar keine Droge, die dafür da ist, irgendwie deine Leistung zu optimieren. Und ich finde auch, dieser Microdosing-Hype ist total unnötig. So, also ich mag den Stück für diesen Microdosing-Hype total unnötig. Weil LSD ist eigentlich dafür da, wie Don gerade sagte, man macht das und es geht eigentlich um das Gefühl, es geht eigentlich um das Erlebnis und um das Lebensgefühl, das du dabei hast. So, dass du dich entspannst, dass du nachdenkst, dass du einfach diese Erfahrung machst. So, ne? Also Hippies zum Beispiel, damals LSD war ja in der Hippie-Szene, da haben die dann, waren die in den USA, waren die alle drauf. Und dann kam dieser Vietnamkrieg und dann haben die Hippies alle high da gelegen und die wollten nicht und die haben dann gesagt, die haben protestiert und gesagt, hört mal auf mit dem Krieg da. Und, ne, und dann sind die da mit dem Militär gegen die Hippies und dann gab es da diesen großen Krieg. So. Da begann ja diese Drogenkriegsauseinandersetzung. So. Im Endeffekt ist LSD doch nicht dafür da gewesen, dass die Hippies da rumstehen, sich die ganze Zeit LSD geben und sagen, ich muss jetzt aber schneller im Marathon werden, ich muss jetzt aber noch viel mehr Punkte. Es geht ja schon um die Kreativität. Dopamin ist ja was anderes. Ja, okay, das würdest ja, ne, so wie an der Wall Street, dass du nicht schlafen kannst, dann würdest du ja wirklich Kokain oder sowas nehmen. Ne? Ich meine, wenn man sagt, ey, ich höre da voll gerne Musik oder ich singe damit gerne, so, ich nehme das und dann singe ich und dann mache ich Kunst, so, ich male schöne Bilder, so, da, okay, diese Kreativität und diese Steigerung, okay. Aber wenn man jetzt sagt, ey, ich bin Leistungscoach, ihr nehmt jetzt Microdosing, ja, und dann, nein, das ist doch dieses kapitalistische Denken, was du bei LSD gar nicht haben willst, was total dagegen steht. So, du willst doch eigentlich weniger dieses leistungsorientiert. Du willst entspannen und nicht hier irgendwie, ich werfe mir Pappen ein und dann mache ich hier, keine Ahnung, 6 Stunden Arbeitsschicht oder so. LSD. Ich finde schon, dass es oft in so eine Richtung geht, dass man so erleuchtet wird und dann auch Probleme aus dem seinem Leben quasi. Also das finde ich, das höre ich oft raus, so dieses, ja, du hast dann, ich hatte ein Problem, das hatte ein Problem und das wurde dadurch gelöst. Hm? Das kann man schon so sagen, allerdings, das stimmt. Oh, meine Kamera ist hier auf. Ich hatte oft viele Erfahrungen, gerade die hochdosierten Erfahrungen. Ich dachte wirklich, ich wäre irgendwie gestorben, habe das Leben danach gesehen, dann bin ich irgendwie wiedergeboren worden. Also ne, das ist wie so ein komplettes Löschen deines Gehirns und wieder draufladen. So. Du denkst, oh scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe mich überdosiert, ach kacke. Und dann geht die Zeit ganz anders. Also die Zeit verändert sich und du denkst, boah, jetzt habe ich es echt übertrieben. So. Und dann kackst du ab und dann kommst du wieder und dann dachtest du, boah, ich war hier irgendwie bei Gott und gibt's mich überhaupt? Das ist ja so ein komplettes aus dem Leben ballern, so. Was aber dazu führt, dass das Leben für dich ja einen ganz anderen Wert bekommt, weil du ja weg warst für eine Weile. Also so eine Nahtoderfahrung quasi, die du ja mit Absicht gemacht hast, so, oder aus Versehen gemacht hast. Ich unterhalte mich jetzt mal ganz kurz. Aber auf jeden Fall ist das ja was Gutes langfristig gesehen, auch wenn du kurzfristig mal Panik hast und so. Natürlich soll das in sicherem Rahmen passieren und man sollte eigentlich vorbereitet sein, wenn man das macht. Ja, ich zum Beispiel für meinen Teil, ich habe halt, wie gesagt, ich habe ein paar Mal Mikrodosing gemacht, vielleicht mal so 5 Mal oder so, fand das auch mega geil, aber habe dann für mich beschlossen, auch weil ich danach immer dieses Gefühl hatte, so in meinem Kopf, so wie so ein, also am nächsten Tag, so dieses Angestrengte, als wenn man so, weil man ja auch dann irgendwie, ich habe einfach das Gefühl gehabt, mein Gefühl hat mir einfach gesagt, ich brauche das nicht noch mehr auszuprobieren irgendwie. Also ich halt Angst bin auch, vor Konsequenzen. Da hat dein Gehirn halt so ein, was passiert dann? Und dann kommt so eine Abwehrhaltung und dann, es könnte ja mein Leben anders werden, aber es könnte schlechter werden. Ich bleibe lieber so, wie es jetzt ist und weiß ja, nicht. Oder ich hab, also genau, aber ich denke mal, das war so meine Entscheidung. Deswegen vielleicht bin ich da vielleicht auch natürlich ein bisschen kritischer dann noch, aber auf der anderen Seite, aber ihr habt ja eigentlich auch die gleiche Einstellung gesagt. Also es geht ja auch eher um das, Gefühl, mal vielleicht mal ein einmaliges Erlebnis oder mal ein paar Mal, aber was ich halt echt kritisch sehe, ist dieses, was ich jetzt bei vielen Influencern auch sehe, so dieses, wo man wirklich das Gefühl hat, die sind halt jede Woche drauf
Und dann fangen die irgendwann an, den Podcast irgendwie so ganz anders zu reden, so nach dem Motto, sie werden jetzt erleuchtet. Und ich sehe dann halt nur die Ergebnisse von der Persönlichkeit, wie die reden, und denke mir so, eigentlich die Person, die ich damals gesehen habe, fand ich halt vielleicht interessant. Und jetzt sehe ich halt eher so eine etwas verwirrte Persönlichkeit. Einfach nur mein Eindruck. Ne? Ja, aber ja. Man darf jetzt ja auch nicht nur von Julian Ziegler ausgehen, falls du den jetzt meinst. Ja, naja, ich kenne aber auch, ich kenne halt auch persönlich. Ich kenne halt auch persönlich Leute und dann, aber klar, es gibt auch welche, die sind noch weiter, also es ist jetzt, es gibt immer auf die Menge an. So, die reflektierter geworden sind, die zum Beispiel auch von ihren Amphetaminen ein bisschen wegkamen oder so, weil die das gemacht haben. Also das kann man ja nicht verallgemeinern. Jetzt hört man mich, ja, oder? Ja, ich höre dich wieder. Ja, ich höre dich wieder. Ja, meine Kamera ist ausgegangen und dann auch die, keine Ahnung, egal. Ja, ich musste jetzt leider mal kurz muten, weil der Punkt, der ging immer weiter. Und so ein paar wichtige Sachen werden dann eben doch weggelassen, die man da vielleicht verstehen muss oder kann. Ja, wie er richtig gesagt hat, das machst du sowieso nicht jede Woche oder so. Und wenn du das in diesen Mikrodosierungen machst, dann hast du da auch nicht die Verknüpfungen, die du eigentlich mit dem LSD erreichen willst. Wie gesagt, dann das pusht dich so ein bisschen auf. Ja, das gibt so eine große Koffeindosis im Endeffekt bei dieser Mikrodosierung. Aber sonst passiert da nicht wirklich viel. Und wenn du wirklich diese Verknüpfungen haben willst und wirklich alles ohne Filter sehen willst, dann brauchst du da schon eine bestimmte Dosierung. Ja, bei LSD ist es dann, was weiß ich, 100 oder 150 Mikrogramm, je nachdem, was man da kriegt. Und deshalb ist dieses Mikrodosierungszeug eigentlich Quatsch, weil du dir dann eben auch Koffein oder sowas reinziehen könntest. Ne? Ja, das war halt so ein leichtes Glücksgefühl, genau. Das war jetzt nichts, ich habe da mal ganz leicht die Farben gesehen, aber das war jetzt nicht, ja, genau, das war einfach nur ganz, ganz leicht. Ja. Da kannst du im Prinzip nicht so viel damit anstellen. Das Glücksgefühl ist ja halt klar, kommt natürlich den Serotonin. Aber mein Ziel war halt echt, ich war halt einfach nur auf einer Party und hatte keine Lust, halt einfach Alkohol zu trinken, und habe dann das mal ausprobiert und fand es extrem cool, hatte einen super Tag, einen super Abend und habe mir gedacht, so wow, das war super, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie jetzt noch mehr zu nehmen, auch weil ich schon natürlich auch Stories gehört habe, was da noch alles passieren kann, auch im Negativen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die dann mal so irgendwie so einen Horrortrip haben oder sowas. Also das kann ja auch passieren, ne? Ja, wenn du dann gleichzeitig eben, wie gesagt, auch noch Kokain oder sowas nimmst, ne, oder halt Leute um dich hast oder gar nicht weißt, was los ist, irgendwie nachts auf dem Friedhof damit gehst oder so, dann ist das logisch, ne? Warum das passiert, habe ich ja am Anfang erklärt, das hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Und es ist halt so, dass das ist auch keine Partydroge, die man zum Partymachen nimmt. Und man muss sich bewusst sein, dass man sich darauf vorbereitet, dass man währenddessen eben auch an Flüssigkeit, Salz und so denkt, ne, weil du gehst richtig leer und das spürst du dann auch die nächsten Tage. Deshalb sollte man das jetzt auch nicht machen, wenn man nächsten Tag irgendwie wichtig arbeiten muss oder so, weil du bist einfach leer dann in dem Moment. Dein Körper hat die ganze Zeit gearbeitet. Deshalb nimmt man zum Party machen oder so auch eher MDMA, weil das eben nicht diese krassen Nebenwirkungen dann auch hat. Und wenn man das LSD nutzen möchte, dann kann man das tatsächlich machen, wenn man sagt, ich will jetzt einfach mal entweder ein richtiges Erlebnis oder ich will halt tatsächlich irgendwie was Kreatives machen. Und meistens ist es dann so, dass man sich zu Hause dann verschiedene Räume frei macht, wo man dann eben, was weiß ich, einmal hat man so einen Sternenhimmel, einmal hat man was zum Malen da, ne, dann hat man Obst da und sonstige Geschichten, Musik, und es switcht dann immer mal so durch, worauf man gerade Lust hat, und erweitert dadurch eben so seine Sinne und seine Wahrnehmung und kriegt dann vielleicht neue Ideen und ist kreativ, oder man geht halt raus in die Natur oder sonstiges. Dafür ist es dann wirklich da. Und tatsächlich ist es aber auch so, wenn man, oder so war es bei mir zumindest, wenn ich wirklich mit meinen logischen Gedanken sehr tief gehen möchte, so wie ich das jetzt hier auch erklärt habe, dass ich das alles hier halt so hingeschrieben habe, wie ich mir das vorstellen kann, wie ich das nachempfinden konnte, dann hat das für mich einfach den Mehrwert, den ich damit auch haben will, weil ich vorher schon mit der Intention reingegangen bin. Was will ich damit erreichen? Und dann habe ich mich halt in die Richtung gelenkt. Ne? Und wenn man das so macht,
ist das, denke ich, eine Sache, die kann man machen. Aber auch nicht, aber definitiv nicht jeder. Ne? Weil viele Leute, zumindest nicht, wenn sie es selber machen. Ja, wenn man es jetzt bei einem Therapeuten macht und damit Trauma behandeln möchte oder sonst wie, dann wird es auch so gemacht, dass die sich hinlegen, die kriegen eine Decke drüber, die kriegen Kopfhörer auf und die Augen zu. Und dann spricht auch keiner mit denen für 5 Stunden. Ja, das machen die alles in sich selber für sich. Und das ist dann der Punkt. Deshalb macht man damit keine Party, sondern ist eher für sich selber dann in diesem Moment auch, wenn man das jetzt nutzt. Für alles andere gibt es andere Sachen, die man nutzen kann. Ne? Aber wie du auch sagtest, könnt ihr mich auch gerne darauf aufmerksam machen, wenn meine Videos irgendwie zu esoterisch werden sollten oder sonstiges. Ne? Dann auf jeden Fall gerne auf die Finger hauen und sagen. Also das war auch der Grund, warum ich so ein bisschen reinkommen bin, weil ich finde halt diese Mission, die du so mit Keto, bei mir hast du damit echt im Leben so viel verändert. Also dadurch, weil ich bin durch dich damals, durch deine Videos auch darauf aufmerksam geworden. Das hat mein Leben halt wirklich verändert. Und auch gerade in diesem Bereich Konzentration, ADHS, dass ich da einfach viel, viel klarer bin und auch viel mehr geschafft habe dadurch und mich einfach viel besser fühle. Und da sehe ich halt wirklich einen ganz klaren Wert, was auch, glaube ich, jeder eigentlich so sah. Da viele Leute einfach sicher ausprobieren können, würde ich sagen. Ne? Und da, deswegen finde ich halt so dieses, ich finde das auch interessant und so, aber ich finde, das sollte nicht so irgendwie im Vordergrund stehen auf so einem Kanal, weil man eben nicht weiß, wie die Leute das dann aufnehmen und ob die Leute das so verantwortungsvoll machen, wie du das machst. Das war so der Gedanke dahinter, ja. Wobei man da auch sagen muss, dass es beim Keto eigentlich exakt genauso ist. So am Anfang war ich ja auch erstmal voll hyped. Ne? Ich habe gesehen, im Sport werde ich besser und dann natürlich auch erstmal so gedacht, so wenig Kohlenhydrate wie möglich ausprobieren und hier und da. Ne? Dann war es auch alles, ja, die Laufleistungen haben gestimmt und solche Sachen. Ne? Aber ich habe mich dann trotzdem auch hinterfragt und gesagt, ja gut, wenn das jetzt bei mir funktioniert, funktioniert das jetzt bei jedem so? Ne? Und dann habe ich natürlich auch auf YouTube davon erzählt, dass es bei mir so funktioniert hat. Hab natürlich auch gesagt, klar, muss jetzt nicht bei jedem funktionieren. Aber trotzdem war es auch bei dem Keto dann so, dass irgendwann und auch heute noch, ne, sehr viele Leute dann immer zu mir kommen und sagen, boah, ich habe im Training keine Leistung, ich habe Kopfschmerzen, kann mich nicht konzentrieren. Ich bin wahrscheinlich gar nicht Keto, aber ich esse doch nur irgendwie 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag. So, und dann denke ich mir so, ja, dann hast du das ganze Ding aber nicht verstanden und machst es trotzdem. Ne? Weil es ist bei Keto nicht das Ziel, eben so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu essen, sondern halt die Ketonkörper zu haben und so viel Kohlenhydrate oder Proteine zu essen, wie du persönlich dann eben auch benötigst, ohne dich schlecht zu fühlen. Ne? Und genauso ist es bei solchen Sachen im Endeffekt auch. Ja? Man kann natürlich hyped sein von irgendwelchen neuen Ideen. Kann natürlich von meinen Erfahrungsberichten und von meinen Ideen dann eben auch erzählen. Nur ist es so, dass ich hier definitiv auch nicht irgendwie detaillierte Anleitungen geben würde. Zumindest nicht, wenn man sie jetzt auch nicht ohne die Sachen machen kann. Weil es gibt genug Sachen, wo ich gerade dran bin, wo man genau das mit dem ADHS, mit der Prokrastination hatte ich sehr lange Probleme. Ich habe meine Steuererklärung für letztes Jahr jetzt gemacht. Vom Finanzamt, weil es auf dem letzten Drücker war. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich so jetzt auch gelernt habe, ne? Ohne da irgendwie Substanzen zu nehmen oder sonstiges, sondern alleine nur, weil ich gemerkt habe, dass ich die Fähigkeit dazu habe. Ja? Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Ich habe gemerkt, dass ich das kann. So wie jemand vielleicht, der sein Kind an im Rollstuhl sitzt, der weiß gar nicht, dass er laufen kann. Ja? Auf einmal steht er auf und läuft und dann kommt er auf einmal auf die Idee, ja, da kann ich auch rennen und springen und tanzen und solche Geschichten und kann mit seinen Beinen auf einmal umgehen. Ja, die kann er kontrollieren, damit kann er umgehen und was anderes machen. Und ungefähr so muss man sich das vorstellen am Ende. Und das finde ich ja auch ein super Weg. Also ich finde auch diesen Weg gut zu gucken, was hat man so für Möglichkeiten, was kann man verändern, ohne dass man, also man, wenn man jetzt irgendwie eine Pille einschmeißt, sage ich jetzt mal, das ist schon so der, oder du warst ja auch immer früher sehr, sehr dagegen, sage ich jetzt mal, oder nicht dagegen, aber du hast immer gesagt, Leute, die ganzen Supplements, das ist auch voll übertrieben. Hier sind die Sachen, die vielleicht wichtig sind, aber den Rest lasst das erstmal oder checkt erstmal, ob ihr genug Vitamin D habt oder bevor ihr da Tabletten nehmt und so weiter. Und das sehe ich halt in dem Bereich eigentlich genauso, dass man vielleicht erstmal schaut, so, habe ich eine gesunde Ernährung, habe ich Sport,
Habe ich vielleicht irgendwie das erstmal so? Und dann kann man ja immer noch vielleicht dann, wenn man sagt, jetzt mache ich das schon alles, dann kann man auch mal sagen, hey, jetzt probiere ich vielleicht auch mal was Neues aus, mach vielleicht mal eine Mikrodosis, guck mal, wie das wirkt, nimm vielleicht mal irgendwie, aber ich finde immer wichtig, dass man erstmal die Basics macht so. Und ich sehe das halt gerade, diesen Trend so in dieser ganzen Coaching-Bubble, so dass wirklich die Leute so alle so den, also ich sehe das halt so ein bisschen kritisch. Und obwohl ich das jetzt überhaupt nicht kritisch sehe, in dass ich jetzt sage, oh mal, was tun die ihrem Körper an oder so, das überhaupt nicht, weil im Gegenteil, es ist ja gesünder, als jetzt zum Beispiel sich den ganzen Abend irgendwie 10 Bier reinzukippen, auf jeden Fall. Also da sind wir uns ja alle einig. Aber trotzdem glaube ich halt, dass es immer noch einen Weg gibt, so. Und ich bin auch so ein Vertreter davon. Ich sage immer, es gibt immer so diesen Easy Way und es gibt den harten Weg. Der harte Weg ist in dem Fall vielleicht irgendwie Yoga machen, meditieren oder wenn ich viel faste, habe ich zum Beispiel auch krasse Glückszustände. Also wirklich vergleichbar mit einer Mikro, wirklich 1:1 vergleichbar mit einer Mikrodosis LSD. Aber es ist halt der harte Weg. Du bist halt dann isst halt mal 24 Stunden nichts oder du machst halt mal Yoga und quälst dich. Aber ich glaube, insgesamt ist das eigentlich immer der beste Weg. Und der andere, das ist halt, das sollte nie so der Hauptweg sein, sondern eher so, sag mal so, na, vielleicht an der Seite oder so. Das wäre so mein Gedanke dazu. Also ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil zumindest wenn du jetzt keine grundlegend starken Probleme hast. So, nehmen wir an, du hast da jetzt jemanden mit 200 Kilo oder so. Klar, kannst du dem auch sagen, ja, iss dich doch erstmal gesund und mach doch mal Sport. Das wird bei dem nicht klappen, weil bei ihm im Gehirn die Trampelpfade halt schon so fett sind, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er das definitiv, dass er nicht genug Dopamin hat dafür, dass er das irgendwie schaffen würde. Ja, und bei dem ist dann, also in diesen Fällen sind dann radikale Lösungen wie eine Magen-OP oder so eine Spritze dann eben tatsächlich auch angebracht. Ja. Bei der Psychologie ist es dann eben genauso, wenn du da jemanden hast mit eben posttraumatischen Belastungsstörungen oder Autismus oder sonstige Sachen, die einfach partout nicht anders denken können, ja, oder überhaupt gar keinen Dopamin haben, um jetzt zu sagen, ja, gut, dann ernähre ich mich jetzt mal lange genug gesund, weil das dauert zu lange. Das kannst du nicht durchhalten entsprechend. Wenn die Probleme zu stark sind, dann überwiegt das einfach. Ne, dann überwiegt der Nervenweg mit den Problemen, anstatt diese ganzen kleinen Wege, die du lange gehen musst. Und da kann man tatsächlich dann eben auch sagen, okay, wir hauen da jetzt einmal rein. Ja, wir zeigen dem anderen, da gibt es noch was mehr, ja, worauf er sich auch freuen kann. Und dann kriegt er diese Verknüpfungen auch hin, dass er sich sagt, okay, pass auf, wenn ich jetzt Sport mache und so weiter, jetzt bin ich erstmal wieder glücklich, ja, für ein paar Wochen durch eben die Sachen. Und dann klappt das auch direkt besser mit dem Sport und Ernährung. Und dann ist das eine langfristige Sache, ja, weil er das dann auch wirklich durchziehen kann. Also es kommt immer auf den Einzelfall an, aber wenn du jetzt ganz normal im Kopf bist und ein Arbeiter bist, dann wird dir das auch keinen Überflug beschaffen, wenn du dann eine Mikrodosierung nimmst und wenn du nicht weißt, wofür du es nutzen willst. Das ist immer die Sache. Ja, das war auch genauso mein Gefühl, dass es vielleicht bei Depressionen oder auch bei Sucht, da gibt es ja auch, da kann ich mir vorstellen, dass es wirklich so genau aus diesem Modus rausbringt. Aber wenn du halt schon jemand bist, der irgendwie schon sein Leben ganz gut auf der Reihe hat und eigentlich auch nicht depressiv ist, zumindest nicht, also dann kann man auch einfach, genau, dann kann man vielleicht erstmal so versuchen, so die natürlichen Sachen in Ordnung zu bringen, wo man noch was verbessern kann. Und da fallen mir noch tausend Sachen ein. Aber bevor man halt immer direkt so zur Keule geht, das ist so da meine Einstellung. Aber ich sehe das eigentlich genauso wie du. Wenn jemand natürlich irgendwie jetzt ein Riesenproblem hat, dann hilft das, wenn jemand eine Depression hat, zum Beispiel dem zu sagen, hey, mach mal Sport, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, klar. Nee, eben, definitiv nicht. So, entweder du kannst ihn ja irgendwie anders richtig motivieren. Ja, die Motivation, ne, die muss halt hier unten stärker sein, ne, Serotonin ausstoßen, Dopamin ausstoßen, als das, was er da ansonsten, ja, seine Glückshormone, die fehlen halt generell dann einfach, ne? Und der Antrieb muss, also der Antrieb zu dem Sport, zu der gesunden Ernährung, der muss größer sein als der eigene Antrieb zu dem ungesunden Essen im Endeffekt. Ja, das ungesunde Essen macht ihn mega glücklich, ja, und jetzt musst du ihm natürlich irgendetwas geben, was ihn noch mehr glücklicher macht als dieses Essen. Und das ist bei vielen dann
sehr schwer, weil sie nichts anderes haben als dann dieses Essen oder Glücksspiel. Ja, die haben nichts anderes als ihr Glück eben durch das Glücksspiel zu bekommen. Ja, und da musst du halt irgendetwas haben, was wirklich knallt, was mehr wert ist am Ende für den Körper als das, was sie da gerade eben in ihrer Sucht machen. Ja, und das ist gar nicht mal so einfach. Da kann man besser Also reinknallen als, ja. siehst du da nicht die Gefahr, dass dann, wenn das Dopamin dann besonders, wenn man dann wirklich, wenn man das Gefühl hat, das knallt halt voll rein, dass man dann genau dieses immer wieder sich sucht, also dass man dann halt von der einen Sucht in die andere kommt, die vielleicht nicht unbedingt besser ist? Ja, wenn du beispielsweise Kokain oder sowas nehmen würdest oder selbst Koffein, das sind Substanzen, die eben extrem auf Dopamin gehen und dann kommst du in Rage quasi. Ja, dann machst du das, was dich bisher glücklich gemacht hat, ja, entweder das Fressen oder das Glücksspiel oder was auch immer. Das haut dann noch mehr rein, definitiv. Wenn du aber Serotonin dabei ausschüttest und bei diesen Substanzen MDMA zum Beispiel am besten, schüttet auch Oxytocin aus. Da geht es weniger um Dopamin bei diesen Substanzen, ist immer ein bisschen dabei, klar. Aber der Hauptgrund ist dann einfach nur das Serotonin und es macht dich, du bist zufrieden. So, du willst jetzt nichts anderes mehr machen, weil du Serotonin hast. Das habe ich ja auch mal so erklärt. Das Ziel des Körpers ist am Ende, ganz vereinfacht gesagt, Serotonin auszuschütten. Ja? Du baust alle deine Wege, die du irgendwie hast. Ja, so funktioniert der Körper. Du programmierst dich so, dass du möglichst einfach Serotonin ausschütten kannst. Ne? So, und wenn du nichts anderes gelernt hast, als vor so einer Spielothek da zu sitzen, dann ist das der einzige Weg für dich, Serotonin auszuschütten. So, wenn jetzt aber auf einmal, das ist ja auch so, ne? Dann findet derjenige dann irgendwie auf einmal eine Partnerin, was die große Liebe ist, ja, und er schüttet dann eben auf einmal Serotonin und Oxytocin aus, ist zufrieden, er ist gesättigt, er ist dann zufrieden. Und dann braucht er diese Spielsucht nicht mehr, ja, wenn er mit der anderen Sache gesättigt ist. Ja, wenn ich mich vom einen satt esse, brauche ich das andere nicht mehr. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und deshalb ist es, Ja, ich denke, naja. also ich weiß auf jeden Fall, dass du das auf jeden Fall so wirklich vernünftig auch darstellen kannst. Also das ist ja auch das Ding. Ich weiß, am Anfang damals hast du das, glaube ich, auch noch in so einer internen Gruppe gemacht, dass du das mal irgendwie erzählt hast. Aber ich glaube, man muss halt wirklich immer schauen. Ich sehe halt wirklich ganz viel Wert in diesem Bereich ketogene Ernährung. Auch wenn du sagst, ich glaube, dass man das vielleicht selber nicht mehr so merkt, wenn man das mal ein paar Jahre schon macht, dass man dann nicht mehr den Wert, das merkt man dann eher mal wieder so, wenn man dann mal wieder auf einmal wieder viele Kohlenhydrate isst, dann spürt man auf einmal wieder den Unterschied. Aber dieser Wert, für mich war das wirklich so ein absoluter Gamechanger und ich versuche halt immer natürlich solche Wege zu finden. Wie kann man da gehört für mich auch LSD mit dazu eigentlich, wie kann man so stressfrei und so kleine Sachen mal verändern? Zum Beispiel, für mich ist das so eher so, dass ich trinke vielleicht einmal im Jahr Alkohol, ein Glas Sekt oder so. Und jetzt habe ich das halt dann mal so gemacht, dass ich dann mal einmal im Jahr auch mal zu Hause vielleicht einfach mal, oder wir sind nach draußen gegangen, haben uns mal so eine Mikrodosis genommen. Aber ich würde jetzt halt nie auf die Idee kommen, so nach dem Motto, ja, das wird jetzt irgendwas verbessern. Für mich ist es immer noch, genau wie wenn ich Alkohol trinke, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber dass ich sage, eigentlich tue ich da mit meinem Körper nichts Gutes. Mein Gehirn ist, glaube ich, ein sehr sensibles System, was halt ganz genau so funktioniert und dass er auch einen Grund hat, dass es halt nicht irgendwie aus der Balance gebracht werden sollte. Das war so mein Gedanke dahinter. Aber klar kann man das mal machen, aber von meinem Gefühl her war es jetzt nicht so, dass es jetzt mein Leben verbessert, sondern hey, das war eine coole Erfahrung. Vielleicht nehme ich was mit, was mein Leben dann vielleicht ein Gedanke, eine Idee. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, so, das ist jetzt irgendwie so der heilige Gral der Lebensverbesserung. Da würde ich halt viel eher an Sport, gute Ernährung, halt solche Sachen denken, ne? Ich sag mal, der Grad dieser, ich sag mal, Lebensveränderung oder halt einfach neue Ideen, die man kriegt, der liegt auch am Grad der Dosierung, muss man ganz klar sagen. Es kann zum Beispiel sein, du bist jahrelang in einem scheiß Job oder so, so, und dann hast du eine gute Dosierung und auf einmal kommst du tatsächlich auf die Idee, kriegst die Ängste los, dass du deinen Job mal kündigst und einfach mal was anderes ausprobierst. Ja, weil es dir damit halt nicht gut ging. Und solche Sachen können dann tatsächlich eben auch was Positives bewirken, also positive Ideen bringen und so weiter. Und das wirst du mit einer Mikrodosierung jetzt aber nicht unbedingt dann erreichen. Und einfach glücklich sein beim Feiern oder draußen,
da muss man einfach auch sagen, da eignet sich MDMA einfach deutlich besser für. So, weil es dann einfach nur glücklich macht und sonst nichts verändert in deinem Gehirn und so weiter großartig. Und vor allen Dingen hält eine LSD hält schon tatsächlich irgendwie 8 Stunden, 10 Stunden mindestens an. Wenn du es zu spät nimmst, kannst du dann auch schlecht pennen und am nächsten Tag bist du völlig leer. Ja, und da muss man dann eben auch mal gucken, ja, wie gesagt, wofür man es dann einsetzt. LSD ist für mich jetzt auch nichts, was ich einsetzen würde, um irgendwie abends auf einer Party dann ein bisschen besser dazustehen oder so. Also was ich halt merke, ich glaube, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass du auch so wahrscheinlich, also ich bin eine sehr dopamingesteuerte Person und ich merke, dass das halt zu echt Problemen auch Ja, ist bei führt. Zum mir auch, genau. Beispiel, genau, zum Beispiel das Thema, weil du gesagt hast, Spielcasino, man sagt das immer so abwertend, da geht jemand ins Spielcasino. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe in der Zeit, wo damals irgendwie die Krypto und Bitcoin voll abgegangen ist, habe ich halt jeden Tag irgendwie 100 Mal gefühlt die Kurse gecheckt, so, ne, und immer Dopaminkick bekommen, so. Und das hat mich dann halt auch von den wichtigen Sachen abgehalten, sage ich jetzt mal, oder von anderen Sachen abgehalten. Und ich sehe das schon als ein Problem. Und ich habe jetzt mit ein paar, wir haben jetzt deswegen mit so ein paar Männern quasi so eine, wir haben echt so eine Yoga-Gruppe gegründet, wo wir halt jeden Tag so eine Yoga-Session machen und danach irgendwie Handy aus und so. Und jetzt ist schon spät, ich muss es heute noch machen. Und ich versuche halt daran auch zu arbeiten, weil das merke ich, also ich finde immer noch die größten Herausforderungen in unserer Zeit sind halt genau dieses Dopamin-Problem. Dass die Leute am Smartphone hängen die ganze Zeit oder also, da nehme ich mich auf jeden Fall nicht aus. Da bin ich, das ist für mich auch eine Herausforderung. Und das Thema Zucker, glaube ich, ist auch für mich, war früher auf jeden Fall ein großes Problem. Das habe ich halt auch durch dich auf jeden Fall, komplett gelöst eigentlich, ja. Ja, im Prinzip ist ja das Ziel mit der Sache, die ich jetzt auch hier aufgemalt habe und auch erreichen möchte, die ich auch gerade ausprobiere, dass man genau das steuern kann. Ja, dass du wirklich dich unter Kontrolle hast und sagst, ja, hier, Dopamin will mich jetzt gerade zwar richtig triggern, ja, dieser Reiz kommt, aber ich schaffe es halt, diesen Reiz jetzt auszublenden. Ne? Genauso wie ich es schaffe, auszublenden, wenn der Chef mich anschreit oder was auch immer. Ja, oder ein gutes Beispiel sind ja auch diese ganzen Eisbader. So, die können zu einem gewissen Grad, haben die sich dann unter Kontrolle, können das ausblenden, wenn sie dann ins kalte Wasser gehen. Also sie spüren das noch, aber sie nehmen es jetzt nicht mehr so stark als Schmerz wahr, wie jetzt andere Leute, die damit gar nicht in Berührung kommen. Und genau so kann man sich das dann auch vorstellen. Ne? Du kannst das mit dem Dopamin und so kannst du auch genauso unter Kontrolle kriegen, ausfiltern. Ganz weg ist das nicht, aber du kannst damit anders umgehen. Und du weißt, was du vielleicht stattdessen machen kannst und so weiter. Bei mir war es, gerade in der Kindheit war es auch so. Ich saß da auch immer stundenlang vorm PC und so. Aber auch heute habe ich immer noch, ne, da erwischt man sich mal bei, wo man dann irgendwie zig YouTube-Videos hintereinander anguckt und denkt dann so, ja, war jetzt doch zu viel. Nur der Unterschied ist dann, dass wenn man sich der Sache bewusst ist, dass man das dann eben auch merkt. Ne? Und dann wirklich sagt, okay, das war jetzt, einmal habe ich mich jetzt irgendwie gehen lassen, ja, ich weiß aber ganz sicher, dass das morgen eben nicht nochmal so ist. Morgen kann ich nochmal drauf aufpassen, dass ich das dann eben nicht mache. Ja, und das sind so die Dinge, die man dann lernt, wenn man eben so ein bisschen auch die Logik dahinter versteht, sich selber reflektiert, dann klappt das, finde ich jedenfalls. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also das Thema fände ich ja zum Beispiel auch persönlich auch interessant, wenn es da, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was wirklich viele haben, weil das ist ja auch immer so, du zum Beispiel jetzt mit deinem Kanal, du ziehst ja auch Leute an, die wahrscheinlich so ähnlich sind wie du. Das ist ja oft so, ne? Also das sind auch viele Leute, die dann auch genau diese Probleme auch haben, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also ich sehe das ja bei mir auch. Und ich sehe das halt, es gibt halt, also in diesem dopamingesteuerten Bereich, das ist halt so genauso dieses vielseitig interessiert sein, viele Sachen ausprobieren. Und ich merke halt, dass mir am besten geht, wenn ich halt wirklich zum Beispiel, wenn ich so Regeln habe, dass ich meinen Browser blocke, mein Smartphone blocke, und dann diese ganzen Dopaminsachen, also das ist bisher mein einziger Weg, der funktioniert, komplett einfach bis 17 Uhr gar nicht mache. Und dann bin ich halt voll, dann geht es mir richtig gut, ich bin voll produktiv, aber es ist halt nicht einfach, ne? Weil die Welt halt überall laut, sind halt diese Dopaminfallen, wo man halt irgendwie dann schnell, wie du sagst, dann mal ein paar Videos guckt, dann guckt man noch mehr Videos und ja, das ist halt das Richtig. Problem, ja. Also entweder du lernst dann halt wirklich, das auszublenden, oder du schaltest es aus, ne? In Wirklichkeit.
Und genau das experimentiere ich gerade auch. Ich habe nämlich auch hier Ohrstöpsel liegen, ja. Und ich will auch mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt arbeite und dann Ohrstöpsel drin habe. Weil im Prinzip ist das ja so, dass du hier diese ganzen Reize, die halt reinkommen, ja, die sind dann bei dir halt ungefiltert drin. Und dann ist irgendwo was Interessantes bei so einem Reiz dabei. So, und dann bist du natürlich wieder sofort da zugange. Und wenn du das jetzt wirklich schaffst, eben alles auszublenden, ja, auch deine Geschmacksnerven oder so, die dir dann vielleicht sagen, hier riecht es ja lecker nach irgendwas, ich hole mir jetzt Süßigkeiten oder so. Wenn man das eben dann gelernt hat, dann hat man sich eben auch so selbst unter Kontrolle, dass man selbst YouTube-Tabs offen haben könnte, aber dann trotzdem eben nicht drauf guckt. Ne, aber das Ausschalten und beim Meditieren, was ihr da macht, ist eigentlich genau das ja der Punkt. Du versuchst, alle Reize auszuschalten, ja. Du gehst vom Kopf her ins Nichts im Endeffekt, ne? Du darfst selber ja nicht mehr dran denken, dass du gerade an nichts denkst. Sonst bist du ja schon wieder raus aus dem Kram. Und das ist halt immer so ein Problem. Wenn du das halt schaffst, nicht mehr selber daran zu denken, dass du jetzt gerade daran denkst, dann hast du eigentlich so den Zustand erreicht, wo dir das alles quasi egal ist, wo du überall die Filter jetzt wieder drin hast. Und dann wird der Körper eben ganz ruhig, weil er nichts mehr an Reizen hat, die er verarbeiten kann. Ist quasi wie so ein Schlafzustand im Endeffekt, wo er sich mal ausruht. Und das sollten viele Leute vielleicht auch mal machen und ausprobieren, das ist richtig. Da fällt mir noch eine Sache ein, und zwar dann gehe ich, muss ich jetzt gleich auch echt, aber da gibt es ein Plugin, das heißt Undistracted, das nutze ich in meinem Browser, und das macht halt, zum Beispiel wenn man auf YouTube ist, man kann YouTube noch sehen, aber du hast halt gar keine, du kannst entweder die Thumbnails alle blurren, dass du die nicht mehr erkennen kannst, oder du machst sie komplett weg, dass du gar, du gehst auf YouTube, hast nur eine Seite, wo du eingeben kannst. Kann jetzt da eingeben, Daniel Pogel, dann finde ich deinen Kanal, aber ich sehe halt nicht die ganzen Vorschaubilder, ne? Und das kannst du halt bei allen Social Media Plattformen einstellen. Und das hat zum Beispiel bei mir auch schon ein bisschen was gebracht. Ich bin aber mittlerweile dazu übergegangen, dass ich halt die meisten Seiten komplett blocke und dann auf YouTube, dann sehe ich halt nicht die Videos. Weil das habe ich auch gemerkt, dass mir das auf jeden Fall auch hilft in solchen Situationen. Weil ich glaube, wir haben ja auch, also wenn man so Dopamin gesteuert ist, das hat ja auch viele Vorteile, weil wir halt schnell uns auf neue Sachen einstellen können. Wir sind auch irgendwie neugierig, spielerisch. Wir machen Sachen, wo andere vielleicht irgendwie mega viel Energie für brauchen, machen wir halt so spielerisch, sage ich jetzt mal. Aber dieser Nachteil, dass wir uns halt so schnell ablenken lassen, wenn man den halt los wird, dann ist das halt echt mächtig, ne? Ja, und die Sache ist, selbst wenn du dann eine gute Idee hast oder sowas, die führst du dann nicht zu Ende. Du brichst dann irgendwo zwischendurch ab. Ich habe ja auch fünf angefangene Bücher, die ich schreiben wollte, komme ich auch irgendwie nicht fertig. Und Also wenn mache wir ich mir da mal eine gerade. Challenge machen könnten oder so, dass wir uns irgendwie im Discord oder so unterstützen oder auf Patreon oder so, das fände ich auf jeden Fall cool. Ja, also ich habe hier zum Beispiel Habit Now heißt die App und Habit Kit habe ich mir jetzt auch mal runtergeladen. Da kannst du halt hier jeden Tag, was du machen willst oder so, machst halt so Punkte oder wie auch immer. Oder hast halt eine Liste hier fertig mit Sachen, die du abarbeiten möchtest. Und ja, da versuche ich mich jetzt auch mal dran zu orientieren. Und ja, was das große Ziel ist, ne, was man dann natürlich machen muss, ist zu versuchen, da bin ich gerade dran, wie das am besten geht, wie man das Gehirn dann umprogrammiert. Das heißt, wenn du jetzt eine unliebsame Sache machen musst, ja, zum Beispiel jetzt Steuererklärung, so, da musst du erstmal irgendwie es hinkriegen, dass du das mit etwas Spaßigem verknüpfst, ja, dass dir das halt Freude macht. Und du musst am Ende natürlich, ne, wenn dann genug Dopamin da war, dass du jetzt dich hingesetzt hast und dann angefangen hast, das zu machen, dass du danach natürlich auch irgendwie eine Belohnung hast in irgendeiner Form, dass du entsprechend, dass der Kopf halt merkt so, ey, den Weg, der ist ja gut, ja, den will ich nächste Mal noch mal gehen. Und dann wird es halt immer leichter und leichter und dann wiederholt man halt diese ganzen Sachen, die vorher schwer waren. Und irgendwann ist das halt diese Automation, ne, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man das schafft, sich so zu programmieren. Da muss ich noch mal gucken, auf welche Art und Weise das am besten geht. Ist natürlich auch individuell, was man jetzt als angenehme oder Belohnung empfindet. Ne? Ist ganz klar.
Ich habe schon überlegt, ob ich dann irgendwie, wenn ich was Unliebsames gemacht habe, dass ich mir einfach so ein Marshmallow in den Mund lege oder so, ne, und dann direkt einen Serotoninausstoß habe. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Da muss ich mal überlegen. Aber wir können gerne irgendwie Das mal ist alle super Idee. zusammen an der Sache arbeiten. Ich brauche echt eine Challenge. Wenn ich halt so Leute habe, die dann, das merke ich bei dieser unserer Yoga-Gruppe, ey, jeden Tag die halbe Stunde, das ist richtig hardcore teilweise. Und trotzdem, aber weil ich halt diese Challenge habe mit den anderen und wir jeden Tag reinschreiben, hey, ich habe das gemacht und so. Und auch mal ehrlich, natürlich, wenn man was nicht gemacht hat, dann das hilft mir halt da mega, weil ich merke halt so, weil es haben ja viele das gleiche Problem und wenn man sich da gegenseitig unterstützt, wäre auf jeden Fall eine coole Sache für Discord oder Patreon. Also, Ja, du kannst es auch ja. überall sonst im Alltag machen. Das hab ich zum Beispiel, davon habe ich gar nicht dran gedacht, so als Kind oder Jugendlicher. Ich habe in der Bahn oder so, wenn ich dann irgendwo war, ne, und die ganzen Leute haben mich so um mich herum genervt im Endeffekt, ne, habe ich mich einfach hingestellt oder hingesetzt, wie auch immer, und habe einfach so in die Luft geguckt, so ein Loch in die Wand quasi, ne? Einfach Gehirn ausschalten. So, das hat selbst irgendwo in der Bahn und so weiter geklappt. Ich glaube, das habe ich als Kind schon gelernt, wenn du halt irgendwo zur Familie mitgeschleppt wurdest und wo es langweilig war, ne, wo ich nichts machen konnte, konnte ich einfach immer mein Gehirn ausschalten. Ne, also das war dann wirklich in diesem Nullpunkt. So, keine Reize mehr wahrgenommen, du saßt einfach nur noch da rum, hattest keine Gefühle mehr, nichts. Und das ist schon ein brauchbarer Zustand, wenn man das erreicht und einfach auch so überall machen kann. Ne, kannst du auch machen, wenn du jetzt mit der Bahn fährst. Kannst du dich halt challengen, gehst halt nicht ans Handy, ja, guckst nicht irgendwo Fernsehen oder sonstige Geschichten, sondern versuchst einfach nur noch ein Loch in die Wand zu gucken, ja, ohne nachzudenken quasi. Ohne darüber nachzudenken, dass du gerade denkst. Also meditieren im Endeffekt. Ich hatte halt eine krasse Erfahrung. Ich war einmal in Sri Lanka, in Ella, das ist so ein Ort in den Bergen. Und ich habe damals immer super viel so mit Social Media gemacht, habe auch Instagram-Kanäle aufgebaut und wirklich, und dann haben wir immer gepostet, Bilder gepostet von unseren Reisen und so. Und dann war ich halt in Ella auf dieser, da haben wir eine Ölmassage gemacht. Und das war halt so, da tropft die ganze Zeit so ein Öltropfen auf deinen Kopf und wirst so massiert. Und das für eine Stunde oder so. Und danach, ich habe da gesessen, ich war so einfach so krass glücklich, ne? Also ich habe so ein krasses inneres Glücksgefühl gehabt. Und dann kam mir so dieser Gedanke, ey, das Glück findet man eigentlich nur in dem Moment. Egal, was du gerade machst, wenn du irgendwie mit irgendwas beschäftigt bist, was mache ich morgen, was mache ich gestern, was weiß ich, oder was habe ich gestern gemacht, dann bist du eigentlich immer nicht in deinem optimalen Glückszustand. Und in diesen Moment zu kommen, ist gar nicht so einfach. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, ist es halt mega wertvoll. Und das war echt auch der Tag, an dem ich dann das auch, also ich habe das dann echt krass umgestellt. Mittlerweile mache ich viel weniger mit Social Media, also weil ich einfach gemerkt habe, ich habe dann mir irgendwann gesagt, ich arbeite mit den Apps, die mir gut tun, und da war einfach Instagram nicht mehr mit dabei. Ne? Also das war für mich so ein Moment, wo ich das halt echt und seitdem bin ich halt immer auf der Suche nach, ey, wie kann ich das mehr schaffen, dieses in den Moment zu kommen. Und das kann man auch bei der Arbeit haben, ist auch geil, wenn man dann voll an einer Tätigkeit aufgeht. Aber das war ich noch ein Gedanke dazu, ja. Ja, ne, man muss sich halt nur gucken, also was für Sinne oder was für Nerven, Verknüpfungen gerade oben lenken mich ab, ne, und wie kann ich die jetzt ausschalten oder ich versuche die auszuschalten, ne, wenn man das dann rausgefunden hat. Und ja, das ist am Ende die Kunst, die ich hier auf jeden Fall erreichen möchte und weitergeben möchte. Und das war halt wirklich das, was man halt mit LSD oder anderen Sachen wirklich spüren kann. Das kannst du wirklich dann sehen, weil du halt die anderen Sinne wie hören oder schmecken oder die Gedanken, weil du das sehen kannst und du kannst es dann trainieren, weil du dann siehst, wenn ich das ausschalte, wird es schwarz. Ja, dann sind die Farben auf einmal weg. So, dann weißt du eigentlich, dass du am richtigen Punkt bist in deinem Gehirn gerade, ne, wo du denken sollst. Damit das ausgeht. Ist genauso wie Leute, die zum Beispiel, die einen Leute können mit den Ohren wackeln, die anderen nicht. Ja, eigentlich kann es jeder, nur die einen können es nicht ansteuern. Und so kann man sich das eben, ja, hier ungefähr Also denken. mach auf jeden Fall weiter mit Ja, deiner Arbeit, finde ich immer mega genial, was du ich muss auch machst, ins so Bett. deinen ganzen Kanal, also echt stark. Und ja, dann jetzt muss ich noch meine Yoga-Session hier durchziehen. Ja, mach auf jeden Okay. Fall. Alles Ciao. klar. Ciao.